So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Wir haben wieder mal Sonntag, wir haben wieder 20.30 Uhr und deshalb same procedure as every Sunday. Wie die Engländer immer zu sagen pflegen, es ist es wieder Zeit für den Liveband Spät shoppen. Und für diejenigen unter euch, die bisher hier noch nie zugeschaut haben, der Disclaimer, der Hinweis, es geht hier nicht immer ganz ernsthaft zu. Ich schweife vom Thema ab. Ich labere Unsinn, ich sapple. Es kommt infantiler Humor zum Einsatz. Wer hier also Fakten, 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 Fakten erwartet und ernsthaften, seriösen Inhalt, ist bei den Streams, also zumindest bei den Spätschoppen, nicht immer ganz richtig. Jetzt geht der Stuhl schon wieder runter. Blöder Stuhl. Ähm, sondern da würde ich dann andere Streams empfehlen. Dann lieber dem Rat von Peter Lustig an dieser Stelle folgen, wobei es auch wieder ganz ernsthafte Videos von mir gibt. Nur die Livestreams sind halt nicht ganz so ernsthaft. Folgt also, wenn ihr das nicht mögt, am besten dem Rat von Peter Lustig. Das spart übrigens auch noch Geld. Das spart auch eine Menge Kohle, denn ich habe hier, nutze den Tag. Also nutze ihn und schaltet ab. Schaltet ab. Und der Stuhl geht wieder runter. Warum geht der Stuhl schon wieder runter? Es ist nicht zu fassen. Ich muss ihn doch irgendwann mal reparieren. Okay. Ähm, jetzt werde ich aber erstmal ein paar Zuschauer begrüßen und zwar wen haben wir denn da alles da Raschku ist da Tilo Gunnar Friedrich kommt 83 Alex Elektrohorst Licker Frank ist da Lorek Lorek XS der Volker ist da Gattomenia habe ich mal wieder gesehen Uwe habe ich schon gesehen Rauchfrei Zorro Highspeed Skywalker Kreasus Films die Stromhummel ist da die Reka ist da mit den beiden, die müssen mir dann unbedingt mal eine Mail schicken oder so, wie ich sie nochmal erreichen kann, weil ich muss ein Intro an den beiden testen. Es könnte sein, dass das nächste Ben-Intro vom Donnerstag die ein oder andere Dame ein bisschen erzürnt. Und ich möchte ja meine 3,7% weiblichen Zuschauer nicht verlieren. Es ist doch nicht zu fassen. So, hoffen wir mal, dass er jetzt mal oben bleibt, sonst hole ich mir noch einen Küchenstuhl hier. Oh, hä? Wie du da drauf gekommen? Ach nee! Ach so. habe ich das so jetzt eingestellt? Ich bin ja ganz verwirrt. Wir haben einen neuen Sappelprinzen. Kaiser320FCB. Ich nehme an, ein Franz Beckenbauer-Fan und Bayern-Fan ist Sappelprinz geworden. Lieber, ähm, Kaiser320FCB. Ich bin ja ganz, ich bin ja ganz erstaunt. Herzlich willkommen schon so früh im Stream. Ein neues, äh, Sappelstaatsmitglied, ein neuer Benetarier. Erstmal very appreciated in Hard Times. Und herzlich willkommen im Sappelstaat. Du hast das Licht des Tunnels erreicht. Du wirst eine Glückseligkeit erlangen, wie du es bisher für unmöglich gehalten hast. Und was euch da erwartet, habt ihr ja gerade schon gehört. Und da auch natürlich noch, seid gegrüßt, liebe Benetarier, liebe Kanalmitgliederinnen und Mitglieder, liebe ben Benetarierinnen und Benetarier. Gut. Und jetzt sehe ich aber auch, dass schon vor dem eigentlichen Stream, es ist nicht zu fassen, der Stuhl geht dauernd runter. Der Gärtner hat 10 Euro springen lassen, lieber Gärtner, mit einem offensichtlich funktionierenden Stuhl, weil das Nilpferd da drin dreht runden. Vielen Dank, very appreciated den Hard Times. Dann hat in Google 549 springen lassen. Wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich natürlich auch. Vielen Dank in Google. Seven Vampire ist auch wieder da und das obligatorische Einhorn. Vielen Dank, Seven Vampire, der auch immer Probleme hat, dass ein Hybrid von einem BMW Autohaus an einer entsprechenden Ladesäule vor dem BMW Autohaus parkt. Tragisch, Seven Vampire muss man ruhig bleiben. Und der Thorsten Fritz ist auch da. Zu viel Gewicht auf dem Stuhl. Thank you very much, very appreciated. Weiter gehen wir auf diesen Kommentar nicht ein. Ich habe alle Benetarier, glaube ich, begrüßt. Genau, und wir machen jetzt erstmal hier diese erhabenen Geschichten weg. Das ist ja wieder mal. Also wer, wer blendet das nur immer ein? Das ist schon ein bisschen abgehoben, ne? muss man mal ganz ehrlich sein. Moment, wo sind sie denn? Da, da einmal. Einmal den Esel weg und den anderen Esel auch weg. Genau. So, und dann passt das jetzt auch alles. Und ähm, wir beginnen heute mal etwas äh, oder machen wir es ungewöhnlich oder machen wir es nicht ungewöhnlich? Nee, wir, wir, wir verfahren nach Standard, weil ich weiß, ihr seid alle wieder heiß auf das Gewinnspiel. Und ihr seid natürlich alle heiß hier auf diesen, ähm, auf dieses Presseset von, zum Mustang mach E, ne, zum Pony. Ihr wisst ja alle. Ich habe einen bestellt und das hier ist von ähm, äh, Oliver Krüger von 163 Grad. Ne, das hat er mir zur Verfügung gestellt. Dieses Marketingpäckchen und das gibt's heute zu gewinnen. Und deshalb, weil das so ein tolles Geschenk ist. Ne, da ist eine Powerbank drin, da ist ein USB-Stick drin, da ist ein Mustang äh, Mustang drin, da ist ein Mustang Block drin. Das ist der Hammer dieser Preis. Werde ich heute nicht helfen, das heißt, heute ein letztes Mal ohne Hilfe bitte versuchen, ähm, das zu äh, gewinnen. Und äh, ich hatte ja letzte Woche äh, versprochen, dass ich diese Woche helfe, aber ich habe mir gedacht, der Preis ist so toll und äh, die Aufgabe ist heute so leicht, ich muss heute nicht helfen. Also ihr müsst es heute auch bitte wieder selbst erraten und äh, bitte genau erraten. Ne? Auf diesem Stuhl hier hinter mir liegt ein Gegenstand, diesen Gegenstand gilt es zu erraten. Wer den Gegenstand als erster errät, und zwar en detail, ganz genau bezeichnet und das im Chat schreibt, der gewinnt, wie gesagt, dieses Mustang Pressesend mit Powerbank, mit USB-Stick, mit Mustang-Kulli und mit Mustang-Block. Gut. Ähm, achso, und die äh, Österreich-Fahne ist nicht der zu erratende Gegenstand. Darauf liegt der Gegenstand. Ich drehe also jetzt um und sobald ich umgedreht habe, könnt ihr mit dem Raden beginnen. Wahnsinn! Gewinne, gewinne, gewinne! So, dann drehen wir mal um. So... Da ist der Gegenstand. Ich kann es von hier aus erkennen. Super einfach wieder mal. Also es ist wirklich heute, also so einfach war es überhaupt noch nie. Es ist der Wahnsinn. Es wird jedes Mal einfacher. Ich denke immer, die Redakteure können sich nichts Leichteres mehr einfallen lassen. Und das ist wirklich was, also das errät wirklich jeder. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich steht die richtige Lösung jetzt schon im Chat. Und ich habe es nur noch nicht gesehen. Da gucken wir jetzt gleich mal. Ähm, was habe ich den Erhabenen vermisst? Schreibt der Tobias. Ich dich doch auch und natürlich euch alle. Das, was mir am meisten am Herzen liegt. Meine Zuschauer. Love Channel. Family Friendly Channel mit Family Friendly Content. So, dann gehen wir mal weiter runter. Bud Terrence es auch pünktlich geschafft. Äh, TV Fernbedienung schreibt der Mo535. Zange schreibt der Kimi. Ihr seid also schon kräftig am Raten. Es wird jetzt natürlich noch nichts verraten. Es gibt dann am Ende oder gegen Ende des Streams die Auflösung. So, ein BMW i3-Schlüssel, lieber Licker, der BMW i3 wurde schon wieder abgeholt. Und ich habe vergessen, die BMW-Karte mitzuschicken und die musste ich jetzt per Post nachschicken. Halterung für deine DJI Cam, schreibt der Otto. Servus Otto, auch mal ein Hallo an alle Moderatoren, die heute da sind. Erich wird wahrscheinlich auch da sein, vielleicht ist Quatschi, äh, Quatschi da, Sebastian ist vielleicht da. Otto ist da, bububububu bu, bu, bu Und dieses bu, 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 bu erinnert mich gerade daran, euch auch noch darauf hinzuweisen, was es normalerweise zu gewinnen gibt. Aber im Moment nicht äh, gewonnen werden kann. Das sind nämlich Ben-T-Shirts ne, aus dem Ben-Shop. Und da gibt es so tolle T-Shirts. Hier, also das offizielle schreibt ich nicht ab, Elektroauto-T-Shirt gibt es natürlich auch als Hoodie und als äh, Sweatshirt. Ne. Kann ich nur empfehlen, das seid ihr zu jedem Anlass gut angezogen. Heute, wie gesagt, gibt es keine Ben-Bekleidung, sondern ähm, ja, diesen Pressekit vom Mach-E-Event. Und dann auch noch der Hinweis an euch, wenn ihr bei Amazon was einkaufen wollt, ne, dann denkt doch ein bisschen an den armen Infowlenzer, der schon Hunger leidet, ne, guckt euch das Ärmchen mal an, ne. Guckt euch das mal an! Nett genug zu essen. Also wenn ihr bei Amazon was einkaufen wollt, dann geht doch über breaking-elektro-news.de, geht dort auf Ben Shop, dann öffnet sich ein Amazon Fenster, hier klickt ihr irgendwas an, hier klickt ihr irgendwas an, und dann kauft ihr am besten eine Golduhr. Weil dann kriege ich eine kleine Provision, euch kostet es keinen Cent mehr und ihr habt aber dem Erhabenen damit einen Gefallen getan. Gut, wir haben das Offizielle jetzt schon mal alles hinter uns und da ich gesehen habe, dass der ex und der Uwe da sind, äh, mache ich jetzt erstmal ein Bierchen auf. Ich lasse mich heute aber nicht unter Druck setzen und zu irgendwas zwingen. Heute gibt es wieder Bonis, äh, St. Bonifatius, super leckeres, natürlich alkoholfreies Bier, Weizenbier. Das poppt auch mal wieder, so wie sich das gehört. Also, dann schenken wir uns das erstmal ein. Und ich habe mitgekriegt, es gestern kam, äh, vorgestern kam ein Paket. Da war ich aber beim Hyundai Kona Service, weil man ja alle zwölf Monate zum Service muss. Und deshalb habe ich das Paket verpasst. Das ist aber, ich habe nichts bestellt. Und ich weiß aber, was der Absender ist. Das sieht man bei der Verfolgung, dann wenn man die Sendungsnummer kennt. Das ist von bierwohl.com. Da kann man Bier bestellen. Also vielleicht irgendein Zuschauer meint vielleicht wieder mal gut mit mir und hat Bier für mich bestellt. Und deshalb auf jeden Fall mal ein Prost an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt auch alle ein alkoholfreies Weizen oder einen alkoholfreien Rotwein oder einen alkoholfreien Kamilletee, das wir gemeinsam anstoßen können. Prost auf einen schönen Ben Also, irgendwas fehlt da. Ich glaube, der Uwe und der Michael, also der Ex-Westfale, die haben doch beide recht. Da muss einfach im richtigen Mischungsverhältnis ein Schluck Cola Light mit dazu. Wenn man gerade nicht Cola Zero zur Hand hat. Und ganz wichtig, das Mischungsverhältnis muss stimmen, ne? Wenn ihr das zu Hause nachkochen wollt, dann nehmt am besten einen Messbecher, weil so perfekt, wie ich das farblich aus dem Handgelenk hinbekomme, kann das ein Amateur da draußen nicht? Nur der Uwe und der Michael wissen auch, wie man das ohne Messvorrichtung ohne Messbecher macht. Die setzen mich ja immer unter Druck, dass ich das mischen muss. Also Brust an dieser Stelle. Ja, ist tatsächlich besser. Da immer einen richtigen Schluck. Sehr, sehr lecker. St. Bonifatius mit Cola Light. Übrigens nicht gesponsert von ähm, äh, St. Bonifatius. Diese Sendung heute. Gut. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, weil äh, der Albin zum Beispiel ist immer etwas genervt, wenn ich über das Pony rede. Und deshalb schaffen wir das gleich am Anfang aus der Welt. Es interessiert vielleicht den einen oder anderen von euch, wo sich mein Pony gerade befindet. Wo grast es denn? Es kommt drauf an, auf welchem Schiff es ist. Ich selbst habe ja die Vermutung angestellt, es könnte auf der Grand Houston sein. Es könnte theoretisch aber auch der auf der Immaculata sein, ne? Und dort im Moment, äh, ja, trocken Gras äh, vor sich hinfressen. Und die Immaculata ist noch an der Ostküste ähm, äh, von den äh, Vereinigten Staaten von Amerika. Hat also noch einen ganz großen Weg vor sich, bis es denn dann mal über den Teich schafft. Ihr seht das hier. Da liegt also noch eine ganze Weile vor ihm, aber ähm, äh, erwartete Ankunft in Amsterdam ist 29. März 2021. Dann sind natürlich immer noch ein paar Wochen, bis das beim Händler steht, aber das wäre jetzt. Bu -bu -bu -bu. Bu -bu 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 Entschuldigung, Option 1. Es gibt aber noch eine zweite Option und die habe ich ja noch auf dem Schirm und könnte mir vorstellen, dass die vielleicht zieht. Und das ist die Grande Houston. Und guck mal, wo die hier steht. Und das schon seit zwei Tagen. Die steht nämlich in Amsterdam und wird das sicherlich entladen. Nur hat sich in den letzten Tagen nichts mehr getan. Ich weiß also nicht. Auch beim Tracker konnte ich jetzt nichts entdecken, dass sich was verändert hätte. Wir müssen also weiter geduldig sein und hoffen, dass das Pony möglichst bald äh, gesund hier ankommt und ähm, äh, europäischen Boden betritt und dann möglichst bald auch vor meiner Tür auf der Wiese grast. Wir müssen es halt abwarten. So, ähm, jetzt sehe ich gerade, der Steff hat 2 Euro äh, gespendet. Nicht vergessen, Daumen hoch. Jawohl, hast du vollkommen recht, Steff. Und der Peter ist auch da. Der Peter Haux hat drei gelbe Hunde gespendet. Vielen Dank, lieber Peter. Vielen Dank, lieber Steff. Very appreciated in the hard times. Und der Albin, der immer von dem Pony ein bisschen genervt ist. Nur für dich, Albin. Äh, hat 5 Euro springen lassen. Ähm, HTTPS hat von Wikipedia einen Link zum Reinheitsgebot geschickt. Vielen Dank, lieber äh, Albin, wobei das Reinheitsgebot nicht sonderlich ausführlich ist. Also nach Reinheitsgebot gebraucht äh, heißt auch nicht unbedingt immer viel, aber soweit ich weiß. Moment. Die Bierspezialität St. Bonifuz Bonifatius Hefe wird nach traditioneller Baukunst, äh, Braukunst mit ausgewählten Rohstoffen gebraut. Zutaten, Weit Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hefe, Hopfen. Gebraut für Heurich und Co. Fulda 36100 Peters Petersberg. Mindestens haltbar siehe äh, vor Etikett. Okay. Umweltfreundliche Mehrwegflasche. Also sogar bei den Flaschen bin ich umweltfreundlich. Hier nochmal ein Prost. Vielen Dank für die 5 Euro, Albin. Wäre appreciated in Hard Times. Gut, das war es jetzt also erstmal zum Update zum äh, Pony. Jetzt gucke ich gerade mal, was ihr noch schreibt und dann kommen wir auch schon zum ersten Themenpunkt. Ich habe zum Erich heute gesagt, Einleitung unter 5 Minuten und ich halte natürlich Wort. So, wir schauen mal. Grande Casino, schreibt der Martin. Hahaha, ha, ha. der Martin ist ja nur VW, VW und Audi, Audi, Audi. Ne? So wie der Kim, Tesla, Tesla, Tesla. Ähm, Antwerpen, nicht Amsterdam? Habe ich Amsterdam gesagt? Natürlich Antwerpen. Ja, okay, ich habe mich versprochen. Ja, das war dann wieder ein Wink für den äh, Sebastian. Oh, hier geht gerade ein Licht an. Aha. Guck, mal gucken, haben die Jungs mir was zu sagen? Nein, sie spielen, ist irgendwie überbelichtet. Die Schlappencam ist überbelichtet. Okay, dann machen wir sie ein Stück zur Seite, weil dann müsste die Beleuchtung auch wieder besser passen und. Die schicken äh, Schlappen sind auch besser im Bild. Gut, vielen Dank für den Hinweis, lieber Erich. Und ähm, was haben wir noch? Mein letztes Auto aus Mexiko, Dodge Journey, ist hoffentlich auf dem Schrott. Da gehört er hin. Ey, Michael, der hat ja doch bestimmt gute Dienste geleistet. Äh, in den Krachten von Amsterdam, ich lach mich schlapp, sagt der Jakob, ja, ich meinte Antwerpen. Meine Güte, als hättet ihr euch noch nie versprochen. Ich dachte, das wäre hier der Love-Channel und nicht der Mopping-Channel. Hätte mich jedoch den Sion bestellt, den hätte er noch vor seinem Pony bekommen. Also ich habe jetzt auch eine ganz liebe Mail von einem Zuschauer bekommen, der den Sion auch bestellt hat, fährt selbst Model S ähm, und wartet auf den Sion und schrieb mir dann, dass äh, es jetzt in einer Zoom-Konferenz irgendwie 15. oder 16. März ähm, vorlautbart wurde von Sono Motors, dass sich die Produktion aufgrund C, das können wir alle verstehen, aufgrund C wohl auf die, also die ersten Auslieferungen auf das erste Halbjahr 2023 verschieben. Wenn das so gesagt wurde, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich bin mir absolut sicher, dass noch im Frühjahr 2022 die ersten Sion an Kunden ausgeliefert werden. Ähm, falls das also zutreffen sollte, dann wären ja hier die 1000 Euro, die hier hängen. Zur Info für euch, äh, wer bis zum 25. Oktober 2022 bei mir zur Verbrauchsfahrt mit einem Serien-Sion produziert von Sono Motors vor der Tür steht. Zum Verbrauchstest der Ben-Redaktion. Der bekommt. 1000 Euro. Wenn er am 26. Oktober 2022 jetzt kommt, sind es nur noch 400 Euro. Gespendet vom Martin, vom Otto, vom Roland, vom Mickey und von mir, habe ich alle genannt. Moment. 500 Euro vom Roland. 200 Euro vom Martin, 100 Euro vom Otto, 100 Euro vom Mickey und 100 Euro vom Michi. Und der Roland und der Mickey haben aber schon bezahlt und die kriegen ihr Geld auch nicht zurück, selbst wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen. Selbst also wenn der Sono, also der Sion nicht kommt. Gut, das also zum Thema Sonomotors auch noch ein bisschen Werbung gemacht für den Sion. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich hoffe, dass er wirklich kommt. Ich hoffe, dass er 2022 schon kommt, ne? Weil es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn die Leute, die da ähm, teilweise viel Geld angezahlt haben, dann auch das Auto bekämen. Also ich drücke tatsächlich weiter die Daumen. Allein mir fehlt, ihr wisst schon. So, ähm, St. Bonifurtius, also Stromhummel, entschuldige mal bitte. Seven Vampire, das Einhorn wird wohl eher in der Garage grasen, äh, schreibt der Seven Vampire. Das Pony, ja, das kommt natürlich in die Garage. Sobald das auch da ist, fahre ich den Kona natürlich raus. Der steht dann erstmal vor der Tür, bis er verkauft ist. Und das Pony kriegt natürlich einen äh, Stellplatz unter, unter Dach und Fach, ist ja klar. So, äh, Pony ante Werpen. Oh, oh, hier der Radfahrer Productions. Der ist nicht schlecht, Radfahrer Productions, komm her. Der war nicht schlecht. Buh, buh, buh. Entschuldigung, bitte höre endlich einmal mit deinem Aufstoßen auf. Ich schaue deine Videos wirklich gerne, aber die ständige Aufstoßen geht gar nicht. Choco-Cho, wenn das mit dem Aufstoßen eine Option wäre, dann könnte ich es ja ändern, aber ich kann es nicht ändern. Ich empfehle dir an dieser Stelle dann auch dem Rat von Peter Lustig zu folgen, weil, das wirst du hier immer haben, am besten... Moment... Abschalten. Da musst du dich darüber nicht aufregen, weil dadurch, dass ich auch Weizenbier trinke, wird das immer wieder passieren. Prost, nur auf dich. So. Peter hat nochmal 3 Euro äh, springen lassen mit einem Smiley, mit Daumen hoch. Vielen Dank, lieber Peter. Ähm, wir gehen jetzt nochmal weiter runter. Ähm, alkoholfreies Bier ist wie ein BH auf der. L ah, okay. Lese ich nicht weiter vor, äh, Zorro. Also wenn die bei Sono noch länger warten, passt der optisch sicher auch wieder in die Epoche. Schreibt der René. Na, 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 na. Äh, pro Bubububu -bu 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 ein Schnaps, genau. Ihr könnt ja auch ein Spiel daraus machen und zu Hause pro Bu -bu 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 einen alkoholfreien Schnaps euch gönnen, ne? Kann ein cooles Dingspiel sein. So, also wir kommen jetzt aber zum ersten Thema, nachdem ich wieder einen Angriff gegen meinen Bubububu -bu 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 abwehren musste. Und zwar ist dieses Thema veröffentlicht worden von ElektroautoNews.de. Und ElektroautoNews.de stellt die Frage: Macht Tesla sein Werk sein Werk sein Werk in Tilburg dicht? Fragezeichen. Und wenn da ein Fragezeichen hinter ist, dann ist die Antwort meistens nein. Wir müssen aber auch erst mal kurz klären, was ist das überhaupt für ein Werk? Nach meinem Kenntnisstand und auch der Kim hat mir das zum Teil bestätigt. Wurde diese Produktion, wenn man es so nennen kann, überhaupt aufgebaut, um Zölle für das Model S und Model X zu sparen? Dort werden dann also noch irgendwelche Teile zusammengeschustert, damit das Auto günstiger in Europa angeboten werden kann, als wenn man es direkt aus den USA als vollständiges Fahrzeug importieren würde nach Deutschland oder nach Europa. Und es werden Gebrauchtfahrzeuge teilweise auch dort wohl aufbereitet. Es ist also keine Gigafactory oder eine richtige Autoproduktion, so wie man sich das äh, normalerweise vorstellt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in Wolfsburg sich eine Autofabrik vorstellt oder auch die Gigafactory äh, Factory, äh, bei Berlin, Grünheide. Nein, das ist wohl eher eine abgespeckte Version, wie gesagt aus taktischen Gründen. Wir lesen jetzt aber gerade mal rein. Zittern im niederländischen Tilburg, schreibt Elektroauto Newsy. Der US-Autobauer Tesla will offenbar bereits in Kürze sein dortiges Werk schließen. Wie die Online-Zeitung NUNL berichtet, könnte die aktuell hier beheimatete Endmontage der Model S und X sehr bald gestoppt werden. Und die berufen sich auf interne Quellen von Tesla. Kann wieder alles Mögliche bedeuten, ne? wollen wir mal nicht mehr rein interpretieren, als wirklich da ist. Und wie gesagt, man sollte immer bedenken, um was für eine Produktion es sich handelt. Ausschlaggebend für die Überlegung dürfte es sein, dass beide Modelle kürzlich umfangreich überarbeitet wurden, was in den USA zu größeren Änderungen im Produktionsauflauf geführt hat. Zwar seien die Umgestaltungen an der Karosserie nur geringfügig und bezögen sich hauptsächlich auf Antrieb und Innenraum. Innenraum haben wir gesehen, wirklich richtig schick, nur wie soll ich sagen, wirklich nicht gravierend geändert, aber doch deutlich modernisiert, sieht noch mal spaciger aus als vorher. Ähm, heißt es weil aber für den Prozess dennoch neue Anlagen nötig würden, sei in der Folge eine Montage in den Niederlanden nicht mehr im industriellen Maßstab möglich. So, extra wieder für dich. Die Neuauflage des Model S und Model X wird voraussichtlich im November dieses Jahres erstmals in den Niederlanden ausgeliefert. Der Versand von Fahrzeugteilen der aktuellen Generation zur Montage am Werk Tilburg werde daher in Kürze eingestellt. Natürlich, wenn jetzt die ähm, äh, Vermutung richtig ist, dass sie das gemacht haben, um Steuern, also um Zölle äh, einzusparen, stellt sich mir jetzt die Frage, wenn sie das dicht machen, dann sparen sie die Zölle ja bei künftigen Model S und Model X nicht ein. Also, ähm, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ob da was dran sein könnte. Ähm, es wird aber auch noch ausgeführt, wann halt auch noch, ähm, äh, du äh, könntest jetzt einem anderen. Ah ja, okay, es steht nämlich noch ergänzen. Tesla soll laut NU.NL in Verhandlungen stehen, das Personal in anderen Funktionen einzusetzen. Auch die Montagehalle könnte von Tesla zu einem anderen Zweck genutzt werden. Tesla verfügt in den Niederlanden neben der Endmontage der vorgefertigt zugelieferten Model S und X über eine Lackiererei, ein Teilelager und ein Remanufacturing Re Center, in dem alte Teile aufgearbeitet werden. Also da auch, wie gesagt, für die Gebrauchtwagengeschichten. Es würde mich mal interessieren, was denkt ihr? Ist das jetzt überhaupt eine großartige Gut, für die Mitarbeiter in den Niederlanden ist es auf jeden Fall eine spannende Nachricht und eine spannende Diskussion. Ich frage mich halt, wenn das für die Zolleinsparung war... Warum machen sie es dann nicht weiter? Weil sie würden ja dann weiter auf Dauer, wenn die Stückzahlen durch das neue Model S und das neue Model X auch steigen sollten, würden sie ja dann auch wieder ihre Marge erhöhen, ne? Oder könnten ähm, die Preise noch ein bisschen mehr senken? Ich weiß es nicht. Mal sehen, was ihr dazu schreibt. Äh, ich sehe gerade Frank Dinse, hat 5 Euro springen lassen, ohne irgendwas dazu. Lieber Frank, vielen Dank, wäre ihr Appreci in the Hard Times. Ähm, Kai Uwe Ehrmann hat auch 5 Euro Springlasen, schreibt, bu 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 ist authentisch und deshalb bin ich hier, vielen Dank Kai Uwe, ich kann es auch nicht ändern, weil ich trinke das Bier und ich rede sehr schnell verschlucke dabei relativ viel Luft und das ist auch mit ein Grund warum ich dann ausstoßen muss, wie gesagt wem das nicht gefällt muss ich das nicht angucken, es steht keiner mit einer Knarre hinter euch, ich freue mich über jeden der zuguckt aber wenn es halt nicht gefällt, das kann ich auch verstehen. Ich gucke auch nicht jeden Livestream von jedem YouTuber, weil mir nicht alle gefallen. Das ist halt so. Gut, jetzt gucke ich aber mal, was ihr dazu schreibt. Ähm, der checkt nicht, schreibt er digital, äh, digital Digi 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 table nu, schwieriger Nickname. Äh, wo kriege ich noch bis November 140k für den Play Plus? Ja, Radfair Productions. Das ist schwierig. Ist aber echt, sind schon tolle Autos. Jetzt kommt gerade wieder eine Nachricht vom Erich. Soweit ich weiß, also vom Erich, einem der Moderatoren, da auch vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Moderatoren. Soweit ich weiß, haben sie da nur Akku mit Karosserie verschraubt. Eventuell gibt es da jetzt echt Änderungen in der Akkukonstruktion, Siehe Integration der Batteriezellen und dies ist dann eventuell nicht mehr einzeln möglich, schreibt der Erich. Könnte ein Argument sein, ähm, will ich nicht von der Hand weisen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Guter Punkt, Erich. Ich denke mal, die werden dann in Grünheide zu Ende geschraubt. Auch ein guter Punkt vom Andreas. Könnte ja auch sein, dass das, was jetzt in den Niederlanden passiert, dann in Grüne Heide passiert. Weil dort ist man sicherlich auch besser ausgestattet als in den Niederlanden und sicherlich sind die Produktionsstätten auch größer. So, wir gucken mal weiter. Wo waren wir? In Fachkreisen spricht man auch vom MBTC. Sprich, es wäre dann mehrere, aber wenn du noch ein paar ganze. Ach, hier wird sich über Bitcoins unterhalten. Unfassbar. Und wenn ich dann nachts um 3 Uhr anrufe und äh, Fragen zum Stream stre stelle, wisst ihr die Antwort wieder nicht. Ähm, der ist neu, der weiß das nicht. Andi mit E. Hm, weiß er, ja, was das bedeutet von Stromhummel. Ähm, Sebastian schreibt, aka das Blumenkind unseres Streams. Vielleicht kann Grünheide demnächst nebenbei die Tilburg-Funktion mitmachen, dann lohnt es sich nicht, Tilburg zu modernisieren. Ja, also ähm, Sebastian sieht es auch so. Ähm, Christian schreibt, vielleicht exportieren sie demnächst aus Berlin Autos und können die beim Zoll gegenrechnen? Kenne ich jetzt nicht die, also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Kontingente gibt, die man aufrechnen kann, oder? Gibt es sowas? Habe ich noch nie gehört. Also, es wäre mir neu, aber ich will es nicht ausschließen. Ich bin kein Experte, was Zollabwicklung äh, angeht. Da kenne ich mich nur aus mit ähm, China-Rahmen, also mit äh, Carbon-Rennradrahmen aus China. Kostet nämlich gar nicht viel. Ähm Radfahrer Production schreibt nur, das lohnt nicht, da müssen sie den ganzen Kram bis Brandenburg kahn und dann in Europa verteilen. Grünheide statt äh, Trollburg oder Tollburg oder wie auch immer das heißt, glaube ich nicht. Susanne schreibt, einfach so die Mitarbeiter entlassen, finde ich nicht okay. Susanne, sie arbeiten ja an einem Plan und wenn, dann gibt es bestimmt auch wieder eine Auslagerungsgesellschaft, eine Auffanggesellschaft und dann wird versucht, die zu vermitteln. Das ist halt, ja, ist natürlich doof, keine Frage. Aber vielleicht nutzt der eine oder andere dann äh, die Möglichkeit, um YouTuber zu werden. Ne? Also ich habe ja gekündigt, um YouTuber zu werden, aber man kann dann auch mal was Neues ausprobieren. Und ich sag's mal so: jedes Mal, wo ich gekündigt habe und was Neues angefangen habe, habe ich mich verbessert. Und das ist vielleicht in solchen Fällen, wenn man es. Natürlich ist es doof, den Job zu verlieren. Aber manchmal ergeben sich da ganz andere Chancen, die man vorher gar nicht gesehen hat und ähm, ist dann nachher ja vielleicht deutlich glücklich. Also ich hoffe, dass das so ist. Und wenn die C-Geschichte endlich mal hinter uns liegt glaube ich auch, dass wir ein kleines Wirtschaftswunder sehen werden. Also da wird an der einen oder anderen Stelle ist äh, massivst Boom. Da hoffe ich drauf und da glaube ich auch dran. So, ich gehe jetzt noch mal weiter runter. Ähm, ähm, äh, Black Sharks fragt, ja, kann ich machen? Jarak, ich grüße dich. Will Jarak ist irgendein Scherz und irgendein Schimpfwort oder so. Black Sharks, dann äh, knöpfe ich mir dich vor, junger Freund. Ne? Ähm, ja, könnte sein, dass grünheide das übernimmt. Also Jesus Films glaubt da an Grünheide. Was sagst du zum ZDF-Bericht über den Bau der Tesla Gigafactory? Habe ich mir nicht angeschaut, haben mir einige Zuschauer geschickt per Link. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich will das gar nicht wissen, weil es wohl ähm, einige negative Punkte gab und auch ähm, Aspekte außen vor gelassen wurde. Und es wurde auch wohl so dargestellt, dass ähm, die Region dort komplett austrocknet und alle verdursten müssen, also überspitzt ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich halte mich da raus und ich will mich über solche Berichte gar nicht mehr ärgern müssen. Vielleicht mache ich es mal wieder, dass ich mich darüber ärgere, aber über den habe ich mich nicht geärgert, weil ich es mir da angeguckt. So, ähm, der Artikel ist hochspekulativ. warten wir ab. Wer nicht dort arbeitet, hat doch eher rein akademische, rein akademische Interesse, schreibt das Vampire. Okay. Ähm, Lecker meinte, dass sie dann Model S und X nach Grünheide bringen sollen. Ähm. Kim schreibt, also Kim ist übrigens Tesla, 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 ne? Schreibt, Kim hat auch ähm, eine Wallbox gestern in einem Livestream montiert. Kim, da auch nochmal einen dicken Shoutout an dich. Ich habe selten jemanden gesehen, der Werksteu äh, werkzeugmäßig so gut ausgestattet ist wie du. Auf jeden Fall schreibt der Kim, VW kann Tilburg haben, Hightech für VW. Ähm, Otto und Erich, könntet ihr bitte mal den ähm, Kanal vom Kim. Den Twitch-Kanal verlinken. ist doch öffentlich, Kim, das Video, oder? Verlinkt doch mal bitte den Twitch-Kanal vom Kim, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie der Kim ähm, Wallboxen montiert. Und über mich wird sich immer lustig gemacht. Ähm, Susanne sagt, das ist türkisch. Äh, oh Gott, Yarak ist stark. Okay, jetzt gucken wir mal. Wenn äh, der äh, Black Sharks äh, Moment, Moment, Translate, dann wird er jetzt erstmal ein bisschen ruhig gestellt. So, wir gucken mal. Türkisch. Weil das ist was, was ich nicht so appreciate. Das appreciate ich nicht, lieber Black Sharks. Du kriegst jetzt erstmal eine Auszeit. So, wie lange machen wir denn? Nutzer vorübergehend erstmal ausmachen. Das wiederholen wir auch noch ein paar Mal. Weil das geht nicht, Black Sharks. Das ist auch nicht witzig, sondern das ist, ähm, ja, in einem, in einem Stream, der um 20.59 Uhr noch läuft nicht appreciated. Okay, kommen wir wieder weg davon. Ähm, äh, wann kommt denn der gepimpte Fokus? Fragt der Steve. Also ich möchte mal, der Steve oder der Julian, ich nehme an, es ist der Steve. Ähm, lieber Steve, mir ist aufgefallen, dass ihr in eurem Stream von vorhin den Muster Mach E ähm, ja, geghostet habt. Ich glaube, das heißt geghostet. Ihr habt den geghostet. Und das finde ich ehrlich gesagt ähm, nett angemessen. Das hat mich getroffen. Warum nennt ihr die IDs? Aber den Mustang Mach E, den habt ihr nicht genannt. Also ich erwarte, dass ihr in Zukunft auch den Mustang Mach E auf dem Schirm habt, weil es ist ein tolles Auto und der kommt vermutlich oder hoffentlich im, ähm, äh, im April. Wenn alles gut läuft, wenn schlecht läuft, kommt er halt im August oder September. Wer weiß das schon. Ja, sie haben nur Fahrzeuge mit Relevanz erwähnt. Gut, pass auf, jetzt kommt ein Gemeiner, jetzt kommt ein Gemeiner. Dann, nein, ich lasse ihn weg. Nein, ich lasse ihn weg, echt, nein, nein, family friendly und so weiter, ich muss lieb sein. Gut, also wir halten fest, dass mit der Tesla Factory, äh, mit der Produktionsstätte in den Niederlanden, ist erstmal nur ein Gerücht. Vielleicht ist überhaupt nichts dran, weil es heißt aus internen Quellen von Tesla, also es ist keine Quelle genannt. Das kann also alles mögliche sein, das kann man sich auch ausdenken. Und äh, mal abwarten, was draus wird. Auf jeden Fall ist es keine dramatische Meldung in, für das Unternehmen Tesla, dass jetzt Produktionsstätten geschlossen werden, weil die Nachfrage zu gering ist, sondern das ist halt eine Besonderheit in dem Fall. Aber für die 100 Mitarbeiter, keine Frage, ist es natürlich wichtig und relevant und ich hoffe, dass das weitergeht da in Trollburg. Gut, ähm, ähm, wir gehen äh, zum nächsten Thema über. Und dieses nächste Thema ähm, betrifft, den Skoda Enyak. Ich habe ja angekündigt in der Titelbeschreibung, dass der Skoda Enyak gesichtet wurde. Und das war keine Übertreibung. Denn hier im Ben Live äh, Spätshoppen, da gibt es die aktuellsten News, die aktuellsten Fotos, weil ich nämlich weltweit ein Netz von Außenreportern gespannt habe, worum ich selbst das die ARD äh, Auslandsbüros beneiden. Und zwar hat der liebe Marc, aka äh, Marcelino, hat mir Fotos von einem seiner vielen Fernfarben geschickt, wir sehen hier den Skoda Enyaq, ähm, ich glaube es war ein italienisches Kennzeichen, Nein, ähm, was war es für ein Kennzeichen? Ah, vielleicht sehen wir es gleich noch. Auf jeden Fall, das ist erstmal kein ganz so gutes Foto, wir sehen aber, er fährt, der Enyaq ist auf deutschen Straßen unterwegs. Und hier haben wir ihn dann auch mal ein bisschen schärfer, ich hoffe man kann den, Moment, man kann den Fahrer ja nicht so gut erkennen. Ähm, und ich muss sagen... Ah, das sieht schon schnittig aus. Ne? Der, der hat die typischen Skoda-Kanten und Ecken. Kein glatt äh, gelutschtes Auto. Der, über den Kühlergrill wird ja recht viel diskutiert. Ne? Kann man auch diskutieren, weil muss man nicht unbedingt haben. Von der Seitenlinie, er ist eigentlich wieder ID4. Ne? Also da wird es keinen großen Unterschied geben. Und ich schiebe mich mal ein bisschen hoch. So. Prost. Also. Ganz klar, ist ein ID4. Mal gucken, können wir. Finde ich schnell noch ein ID4-Foto von mir? Moment, ich gucke mal gerade, ob ich auf die Schnelle nochmal ein ID4-Foto von der Seite finde. Dann können wir es nämlich direkt nochmal vergleichen, weil ich habe ja recht viele Fotos auch gemacht. Wo ist er denn? Ähm, wir können ja mal hier gucken. Ja, hier habe ich nämlich ein Video noch. Wir gucken gerade mal, ob wir in der Seitenlinie. Auch den Enyak jetzt erkennen. Also, wir merken uns das hier mal. Halt, wo sind wir? Da sind wir. Da sind wir. Also, ein bisschen unterscheidet sich das schon, ne? Da ist jetzt. Moment, Moment, Moment. Das Fenster ist gleich, aber hier ist mehr Fenster beim Skoda, oder? Hier die Fläche ist größer. Hä? Das ist ja interessant. Das ist mir gerade aufgefallen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Skoda hier eine größere Fensterfläche hat. Merkt euch mal hier das Dreiecksfenster, das ist größer. Kommt hier noch mehr? Nee. Ja, und jetzt steige ich mal in den ID4 Ja, jetzt ein. steigt da ein. An, wie das so also okay, ja, da zieht man nichts mehr, jetzt steht der Kerl davor. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass der Bereich hier hinten größer ist und er hat auch nicht diese geschwungene Linie hinten. Der VW ID4 steigt hier schon früher an, während der Skoda Enyaq bisschen später und äh, mehr so nach unten, ne, statt so nach oben. Ihr wisst, was ich meine. Ne, also es sieht schon ein bisschen anders aus und ist auch ein großes Auto, ne? Der ist ja fast so lang, auch wie der Mustang mach eh. Also ein kleines Auto ist es nicht. Hinten, ja, da gefällt mir ehrlich gesagt der ID4 besser als der Skoda Enyaq. Also ich muss sagen, von hinten hat VW einen guten Job gemacht. Und hier sehen wir ihn auch nochmal komplett von hinten. Achso, da sehen wir vielleicht auch jemand Teil vom Kennzeichen. Ja, ich glaube, er ist aus der Tschechoslowakei. Bo, 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 Entschuldigung. Also, hier ist jemand noch mal vor hinten. Es ist jetzt kein spektakuläres ein Design, neues, ne? Es ist schon, es ist, ist schon eher... Ich habe hier noch die ganze Zeit mich das ausgeblendet. Es ist schon eher ein... Wir haben einen neuen Abonnenten, liebe Freunde. Nicht einen neuen Abonnenten. Einen neuen Benetario. Und den muss ich natürlich auch erstmal willkommen heißen. Es ist der Obofrieg 83, der dem Sappelstaat beigetreten ist. Wir haben. Ah, eine neue Sabbel-Hera. Oberfreak ist eine Sabbel-Hera. Also, wir haben jetzt drei Sappel-Heras, die Susanne und ich weiß nicht, wer der zweite ist, weiß ich nicht auswendig. Auf jeden Fall ist der Oberfreak auch den Heras beigetreten, ne? Ich hoffe, du weißt, was du gemacht hast, Oberfreak. Also, herzlich willkommen im Sappelstart. Auch du bist ins Licht gegangen. Du wirst Erleuchtung erlangen. Es ist der Wahnsinn. Also, dein Leben wird sich in einer Art und Weise verändern, wie du es nie für möglich gehalten hast. Alle Kanalmitglieder, alle Benetarierinnen und Benetarier können das bestätigen. Und auch diversen. Also, die diversen Benetarier ebenfalls. So. Dann gucke ich jetzt mal, was ihr zu der Sichtung sagt. Wie gesagt, ist, ähm, äh, der Mark hat das geschickt und ich glaube, eins ist euch gar nicht aufgefallen. Und zwar ähm, wärt ihr da vor ein, zwei Jahren noch ausgeflippt, wenn ihr das gesehen hättet. Da fährt nämlich auch ein Model 3. Aber das nimmt man gar nicht mehr wahr, weil das, ich, mir begegnen so oft Model 3s mittlerweile. Also, die, die haben schon eine Präsenz im deutschen Straßenverkehr. Also, ich sehe immer wieder Model 3 hier in der Region, fahren wirklich ein paar rum. Und das freut mich natürlich. Und hier auf dem Foto interessiert aber nur der Enyak. Wobei der Enyak vom Design her sogar noch, ja, wahrscheinlich ein bisschen konservativer ist als jetzt das Model 3. So, und jetzt gucken wir mal, was ihr dazu schreibt. Ähm, der nette Motorenbauer ist auch da. Ist der Skoda größer? Ja, der ist ein Stück größer, aber nicht viel größer. Der wirkt nur größer. Wir gucken gerade mal Skoda, Enyak, Abmessungen. Bu, 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 bu. Das war jetzt kein bo ne? Falls der Zuschauer von vorhin noch da ist, ne, dass er sich wieder aufregt. Der ist 4,65 Meter knapp lang und der ähm, äh, VW ID4 ist, glaube ich, 4,62 oder 63 Merkt euch die 4,65 Meter VW ID4. Abmessungen. Ach nee, guck mal. 458, sie sind doch 6 cm. Also der Enyak ist 6 cm größer und wird natürlich auch mehr mit 543 Liter Kofferraum. 585 Liter Kofferraum. Also, der Skoda ist nicht nur preiswerter, sondern ihr bekommt auch noch mehr Auto fürs Geld. Ne? Also noch mehr Auto gebunden. sieht nicht schlecht aus. Was soll ich sagen? Wir haben schon wieder einen Sabelprinsen gewonnen. Den Michael Offner. Herzlich willkommen, lieber Michael im Saddle-Start. Auch dir ein herzliches Willkommen von den anderen Benetariern. Ich glaube, das in deren Namen aussprechen zu dürfen. Auch du bist ins Licht gegangen. Wirst eine Form des Lebensglücks finden, wie du dir es nie für möglich gehalten hast. Also, das ist einer der besten Tage in deinem ganzen Leben. Wie gesagt, alle Benetarierinnen und Benetarier und die diversen Benetarier können dir das bestätigen. Gut. Also heute läuft's wieder mal. Also ich glaube, ich werde doch umsatteln auf den e-tron GT, weil den finde ich immer richtig scharf. Der Otto hatte ja auch die Gelegenheit, den mal zu fahren, ne? Und äh, der Otto war begeistert und sein Sohn Markus, der wirkt zwar noch nicht so, aber der darf auch schon fahren. Also der ist mindestens 18 und hat auch Führerschein. Die waren beide begeistert von dem Auto und der sieht auch noch mal, ja, der hat mehr mehr Charakter auch noch als der Taycan in meinen Augen. Das ist Geschmackssache. Es gibt sicherlich viele da draußen, die sagen, der Taycan ist schöner. Ich finde den e-tron GT schöner und auch der Innenraum, ne, klar ist Audi, man ist das gewohnt, man weiß, wie es aussieht, aber es gefällt mir. Schönes Auto, kann man machen, das Ding, aber natürlich viel zu teuer, ne. Da bräuchte ich noch ein paar tausend Sub Prinzen mehr. So, jetzt gucke ich mal, was ihr dazu schreibt. Und fährt vorne nicht ein Tesla vor dem Skoda, der Ulrich hat sogar, der Ulrich hat's gesehen. Da fährt ein Respekt, Ulrich, weil ich habe es erst, als ich mir das Foto das fünfte oder sechste Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, moin. Da ist ja auch ein Model 3 drauf. Und übrigens aus einem äh, Hyundai Ioniq gefilmt, ne, der auf die 250.000 Kilometer zugeht äh, mittlerweile. Ich hoffe, dass der Marc irgendwann mit mir nochmal ein Video macht. Weil äh, das, glaube ich, würde einige interessieren, was er so an Problemchen hatte oder auch nicht hatte und wie das Auto jetzt noch so funktioniert. Äh, es sieht wirklich aus wie BYD, schreibt der Franz. Ja, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das weiße Auto auf der Mittelspur war toll, schreibt der Gustav. Es ist euch doch aufgefallen. Da bin ich jetzt doch überrascht. Ich habe wie gesagt ich habe länger gebraucht. So in Stuttgart sind in den 20 Minuten, wo ich vom Testzentrum in der Schlange stand 10 E-Autos vorbeigefahren, davon zwei Tesla. Wobei bu 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 man davon ausgeht, dass äh, bis 2023, also, habe ich zumindest jetzt gelesen, eine Studie, VW vielleicht 15% Marktanteil am Elektroautomarkt hat und Tesla dann nur noch in Anführungsstrichen 10%. Das liegt aber einfach daran, weil der Markt so, schla äh, so schnell wächst und man davon ausgeht, dass VW halt sich schnell große Marktanteile sichern kann. Und ich persönlich glaube das auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der äh, Ford Mustang Mach E sich auch ein Stück vom Kuchen abschneidet und der Skoda Enyaq wird sich einen großen Hamm äh, äh, Schnapper davon nehmen. Bin ich mir relativ sicher. Und vielleicht auch der MG5. Auf dem kommen wir gleich noch. Auf den MG5. So, ähm. Bei meiner Mähne passt die Hera, schreibt der Oberfreak. Also, Oberfreak, du bist auch richtig da. Die Susanne freut sich und der. Moment, ich guck gerade mal. Wie heißt er? Und der. Ähm, ähm, ne? Das Hammer geht ganz schnell bei mir. Wenn ich was suche, ne? Habe ich immer sofort, ich bin ja Profi, ne? Ich bin absoluter Vollprofi Kanalmitgliedschaft. So, und dann sehen wir hier die äh, Mitglieder. Und dann können wir nämlich hier filtern. Äh, aktuelles Level, Sappelherer übernehmen. Der Janis und der Oberfreak und die Susanne sind jeweils äh, Sappelherers. Also alles richtig gemacht. Äh, Habe ich damals gesagt, es wird so oft zu sehen sein wie Mercedes S-Klasse und drei so oft wie 3er BMW oder Audi A4. Ich denke, das ist eine realistische Einschätzung, Radfa Productions. Ähm, Thomas schreibt, der Enyak ist größer und besser, vor allen Dingen ist er, ist er preisgünstiger. Und da muss ich sagen, da schlägt mein Herz wieder höher, wenn ich ein Auto sehe, was eigentlich mit dem ID4 sicherlich vergleichbar ist im Innenraum, vielleicht sogar noch ein bisschen höherwertiger wirkt. Ähm, wobei der ID4 völlig okay ist. Ne? Der, der führt bei mir den Ben-Index an. Der hat die beste Bewertung im Ben-Index, weil den Polster habe ich wieder ein bisschen runter bewertet, weil das ja ein ziemlicher Schluckspecht ist. Und äh, er auch nicht ganz so einwandfrei lädt, wie man das, wie ich das ursprünglich vermutet habe. Also ähm, aktuell führt der ID4 die Liste aller Elektroautos an, die ich bisher gefahren habe. Und das ist schon in meinen Augen auch was, ähm, was ist, weil ich halte ihn für ein gutes Auto. Aber ich bin mir absolut sicher, wenn ich irgendwann mal den äh, Endjag fahren darf, der ja ähnlich ist wie der ID4, der wird die Spitzenposition einnehmen. Beim Mustang bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das werden wir sehen, wie sich der einstuft. Aber der hat auch gute Chancen, ganz vorne mitzumischen. Weil ich natürlich auch nicht ganz so objektiv da rangehen kann, wie bei den anderen Autos. Das ist auch klar. So. Ähm und viel schöner, meint der Andi mit E noch. Ähm Martin schreibt, unten untenrum in Wagenfarbe, 6 cm tiefer, schöne Räder drauf und dann ist das ein schmucker Wagen. Also da Martin würde umbauen. Friedrich sagt, oh kurzer Aussetzer, das tut mir leid. Okay, der Erich hat dann auch den Kanal, hoffe ich vom, äh, vom äh, Kim noch äh, äh, geteilt. Vielen Dank dafür, Erich. Der Enjak ist bei voller Hütte teurer als der ID4. Das muss ich noch mal nachgucken, Markus. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, so billig ist der Skoda auch nicht. Schreibt der Martin. Ja, muss ich mal wieder durchkonfigurieren. Als ich das das letzte Mal gemacht habe, war er günstiger. Äh, warte nur bis Model Y kommt, dann sind äh, viel mehr Tesla auf der Straße. Kim, das Model Y, glaube ich auch, dass das ein gutes Auto ist, vor allem ein gutes Elektroauto. Aber du darfst nicht unterschätzen, dass ein Auto eben nicht nur der Verbrauch ausmacht, nicht nur die Ladeleistung, nicht nur die Reichweite, sondern es sind ganz viele Themen. Und deshalb ähm, ist es auch nicht so einfach, sich große Teile am Elektroautomarkt ähm, zu sichern, wenn die großen Hersteller auch anfangen, gute Elektroautos zu bauen. Und VW, wir haben das auch beim Power Day gesehen, meint es ernst. Und die Strategie von VW. Die geht in meinen Augen sogar weiter als die Strategie von Tesla. Zumindest was PKWs betrifft. Also, da war ich schon beeindruckt äh, von der Präsentation inhaltlich. Und sie war sogar auch im Großen und Ganzen gut gemacht. Sie hatte ein paar Längen, keine Frage. Das kennt ihr von meinen Livestreams ja überhaupt nicht. Ähm, aber ich fand sie gut. Und ich glaube, dass VW, ähm, die könnten Erfolg haben. Ich habe ja auch ein paar VW-Aktien, die werde ich mal nicht verkaufen, weil die sind jetzt auch, nachdem sie lange im Minus rumgedümpelt sind, sind sie mittlerweile ein bisschen im Plus. Ähm, Joachim schreibt, MG Marvel Air Elektri Electricity, auch gut. Ja, Joachim, aber der wird nicht ganz billig. Der wird sicherlich auch relativ, also deutlich über 40 kosten. Mm, so. Ähm, bo, 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 bo. Technikfan äh, schreibt, ja, aber im Raum Hameln, ähm, oder ja, Hameln, Hannover, fahre aber auch schon einiges an E-Autos. Okay, fahren auch schon ein paar E-Autos. Ähm, Es ist auch die Akkuverfügbarkeit entscheidend, sagt der Erich. Deshalb will ja auch VW eine eigene Akkuproduktion aufziehen. Und das begrüße ich zu 1000 Prozent. Die müssen die Akkus selbst bauen, weil die Akkus sind eigentlich das, was früher der Verbrennungsmotor war. Oder was, ja, ist es ja immer noch. Da müssen die Autohersteller sich eine eigene Produktion aufbauen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, da darf es keine Abhängigkeiten geben und da liegt auch, es sind sich ja alle Experten einig, ein großer Teil der Wertschöpfung drin. Natürlich, das wird weniger, weil die Akkus günstiger werden, aber wenn man da auf Dauer vorne mitmischen will, dann muss man die Akkus selbst produzieren. VW hat das vor, teilweise selbst, teilweise mit Partnern, die eng dann mit VW ähm, verknüpft sind, wahrscheinlich irgendwann übernommen werden für teures Geld. Ähm, VW ist da auf dem richtigen Weg. Also der Dies, der macht schon vieles richtig aber muss abwarten äh, garantiert baut VW auch irgendeinen Skandal wieder mit ein, wir kennen ja die Wolfsburger. Ähm, bei anderen wie Pony, ah äh, äh, Tesla 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 Kim schreibt wieder, ja, aber Model Y ist äh, Q4 sicher lieferbar. Bei anderen wie Pony wartet man immer 2 3 Monate. Man muss aber auch mal abwarten Kim, die Produktion in Grünheide muss ja auch erstmal anlaufen. Also gemach gemach und nicht zu hohe Erwartungen setzen. Ihr alle wisst auch wie das äh, Tesla Model 3 vom Timo ähm, ausgesehen hat, ne? da konnte ich meinen ganzen Oberarm. Hier, diese Baumstämme hier, ne? ihr seht das, wie der Bizeps zuckt. Diese Baumstämme, davon passte einer zwischen vordere Tür und Kotflügel. Natürlich nicht ganz ernst gemeint, ne? da habe ich ein bisschen mit Tricktechnik, Hollywood-Technik äh, nachgeholfen. Aber ähm, abwarten. Muss alles erstmal laufen und dann sehen wir weiter. Gut, kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema, zu einem der nächsten großen. Nummern auf dem Elektroautomarkt, denn MG hat ja angekündigt, dass der MG5 ab Oktober in Deutschland erhältlich sein soll. Er ist in einer Version bereits in England käuflich erwerbbar, die hat aber ein, eine geringere Motorleistung und auch einen kleineren Akku. Denn der Albert hat mich darauf hingewiesen, dass es in China praktisch eine Entsprechung von diesem Auto gibt mit leichten optischen Retuschen, aber wirklich ganz geringfügig. Ich mache hier gerade mal die international anerkannte Nachrichtenzeitung Breaking-Electronews auf, weil dort im Blog gab es auch einen Artikel. Und ähm, da können wir uns nämlich gerade mal anschauen, wenn wir hier gucken, Seitenlinie des ähm, äh, Rowe, Rowe, wie heißt der genau? Ähm, ich weiß gerade, wie er weiter. Rowe, 5, Rowei 5. Guckt euch die Seitenlinie an, und dann guckt euch die Seitenlinie an. Und auch die Frontscheinwerfer, ne? Sind eigentlich auch die, oh, das ist dann schon das nächste Thema hier. Frontscheinwerfer, Frontscheinwerfer, die haben Ähnlichkeit, aber da haben sie, glaube ich, ein bisschen was verändert. Hey, warum klicke ich denn dauernd falsch? Ja, sie haben auch an der Frontschütze was verändert. Aber wenn man sich die Seitenlinie anguckt, denke ich schon, dass man das Auto dort wiedererkennt. Oder was sagt ihr? Ich sag, ich erkenne das Auto wieder. Ich erkenne das Auto wieder und sage, das ist tatsächlich ähm, die China-Version des ähm, MG5. Noch mal gucken. Ja, schlägt mich fest. Das ist der MG5. Und ähm, ich finde dieses Auto optisch so, oder ich sage es mal so, ich denke, dass sich ein deutscher Kombikäufer, der jetzt nicht gerade ein A6 will oder eine E-Klasse oder ein 5er BMW, dass der sich einen Kombi genau so vorstellt. Nämlich ein bisschen... Äh, dezent, ein bisschen konservativ, bausparvertragsmäßig und so wirkt der auf mich. Also es ist kein aufregendes Design, ne? aber es ist gefällig. Es ist nichts Extravagantes, es ist, es ist nichts, woran sich das Auge stören könnte. Ne? Und wenn wir jetzt auch hier mal gucken, ähm, da wird auch Lane Keep Assist hier mal erklärt, Lane Departure, also äh, Spur verlassen und so weiter. Und guckt euch auch mal das Heck an. Wisst ihr, an wen mich dieses Heck erinnert? Ich versuche es mal größer zu machen. Kann man es größer machen? Ja, man kann es sogar größer machen. Dieses Heck erinnert mich ein bisschen an Mercedes. Also ich denke hier hat Rovi oder Rowe oder wie auch immer das heißt, hat hier ähm, ein bisschen bei Mercedes abgeguckt. Ihr könnt ja auch nochmal sagen, wie ihr das seht, aber es erinnert mich ein bisschen daran. Und damit holt man natürlich auch die etwas gesetztere Kundschaft ab. Gehen hier mal wieder raus, ein bisschen runter wieder, halt äh, ein bisschen kleiner machen die Seite. Und ihr seht auch ein Hund. Ein Ist das ein Border Collie? Ich glaube, das ist ein Border Collie. Peter, du kennst dich aus. Das ist doch Lessie, oder? Ist das nicht ein Border Collie oder ist das ein... Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Hundili. Kommt hier aus dem Kofferraum gesprungen. Also der Kofferraum ist auch riesig. Es gibt auch technische Daten, da können wir gleich auch mal reingucken. Wir gucken auch gerade mal in den Innenraum. Da gab es noch mehr Bilder. Moment, Moment, Moment. Wo sind die denn? Wo haben sie die hingepackt? Es das war noch mehr als nur das eine hier. So, ähm, der äh, Discord, äh, der, die Moderatoren wollen mir wieder was sagen. Aber ich weiß, hier gab es noch ein schöneres Foto. Also hier haben wir erstmal den, äh, den Gangwahlhebel. Ne? Das erinnert ein bisschen an das, was jetzt einige machen. Ähm, Mach E hat ja auch so einen. Hat der Ionic 5 nicht auch so ein drehrätchen Ich glaube, das wird der Standard werden. Das werden alle so machen. Hier ist jetzt kein Foto vom Innenraum. Wo ist denn nochmal? Da gab es doch noch ein anderes Foto. Ist das hier? Ah, hier sehen wir mal das Multimedia-System. Finde ich auch schick. Und vor allen Dingen Knöpfe. Die haben Knöpfe. Ich bin begeistert. Ich mag Knöpfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es gelungen. Ähm, ein normaler Collie. Schreibt gerade Erich, Border Collies sind kleiner. Vielen Dank, Erich. Ähm, Habe ich wieder was dazugelernt. 10,25 Zoll, induktiver, zentral, schwimmender Bildschirm, also der ist so schwebend aufgehangen praktisch. Und ein 5-Kern-Hochfrequenzprozessor der zweiten Generation. Ähm, und ja, könnte das ähm, Android-basiert sein? Auf jeden Fall auch hier, da sieht man das Stoff mit einer schön gesteppten Naht. Also, das wirkt auch alles jetzt auf den ersten Blick erstmal nett schissig, wie wir in der Rhön sagen. Hier sehen wir dann auch mal das Cockpit. Schick! Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich ich sagen und dann kam ein Bäuerchen raus. Entschuldigung, das ist wieder das Bier. Ich darf einfach nicht so viel Bier trinken, um Gottes Willen. Das seht doch mal, wenn ich nicht bubu bubu sage, was dann passiert. Ich finde das also wirklich schick. Wir haben hier 35%, Prozent, äh ne 58, ja, aber das kann nicht sein. Also das ist der Tageskilometerzähler, sicherlich nicht die, ähm, die restreichweiten weil äh, bei 58% schafft er keine 288 Kilometer mehr. Das schafft der Mustang Mach-E RWD Extended Range vielleicht, mit dem ich ja meine Challenge fahre. Da war doch noch ein anderes Foto dabei. Wo ist das denn hin? Hier vielleicht? Ja, da ist es doch. Da sieht man jetzt mal den gesamten Innenraum. Ich mache mich gerade noch mal ein bisschen kleiner, damit ihr es noch mal ein bisschen besser seht. Und da muss ich echt sagen, ich finde das Auto schick. Ich finde diesen Innenraum schick. Man sieht auch hier USB-Port, so wie es sich gehört. Da scheint ein 12-Volt-Anschluss zu sein. Hier ist ein Ablagefach und das sieht alles gediegen aus. Das sieht alles nett. Wie soll ich sagen? Das macht einem Angst um die deutsche Autoindustrie, weil das scheint von der Qualität her nicht europäischen Standards hinterher zu äh, ähm, äh, hinken. hinken. Das Wort habe ich gesucht. Sondern ganz im Gegenteil, ich finde das Auto schick. Jetzt könnt ihr mal sagen, was ihr meint. Wir gucken jetzt aber auch nochmal in die technischen Details, weil da werdet ihr auch feststellen, das Auto bringt im Grunde alles mit, was man sich von so einem äh, Kombi auch erwartet. Moment, wir gucken mal auf die technischen Daten. Also es gibt auf jeden Fall eine, äh, zwei 500 Love Edition, Love Channel, Family Friendly Inhalt. Ne, das finde ich natürlich sowieso super. Richtpreis, brauchen wir nicht drauf zu gehen. DC-Schnellladeleistung, da stand auf der Breaking-Electro-News-Seite falsch. Von 30 bis 80 Prozent braucht er 30 Minuten. Das ist natürlich nicht so besonders, weil er wird in 61 Kilowattstunden Akku äh, vermutlich bekommen. Da weiß ich aber nicht, ob Brutto oder Netto. Äh, Motorspitzenleistung 135 kW, so soll auch die europäische Version wohl kommen. 0 bis 108,3 Sekunden. Das hat in den Anfang der 90er mein 325i das gemacht. 8,6 Sekunden hatte der und da war ich der König auf der Landstraße mit dem Auto. Und jetzt hat so ein Elektro-China-Kombi 8,3 Sekunden ne, und hat äh, sogar mehr Leistung. Das sind, sind das 184 PS. Moment, wir rechnen es mal gerade um. Das rechnen wir gerade mal um und dann gucke ich auch gleich mal in eure Kommentare. 136, nee, 135 mal 1,36. 1,35 mal 1,36. 184 PS. Da. Sieht man, ja. 183,35. Also, mit anderen Worten, das Ding wird genug Wumms haben. So, jetzt gucke ich aber erstmal in die Kommentare, weil ich habe euch die ganze Zeit vernachlässigt. Moment, das geht ja gar nicht. Wir sind ja hier in einem Livestream. So, jetzt sehe ich auch gerade, der Andreas Holstein hat ein... Äh, ein... Was ist das? Ein Spoiler-Alert. Ein Spoiler-Alarm hat er geschickt, weil ich den MG5 spoilere. 229, vielen Dank, lieber André. Very appreciated in Hard Times. Dankeschön für die 229. Äh, der Kurt kommt jetzt erst nach. Kurti, was machst du denn? Aber beim Kurti sehe ich nach. Kurti, du darfst direkt vom Schreibtisch aus oder vom Sessel aus zuschauen. Ähm, das sind Tasten. Was habe ich gesagt? Ja, Tasten. Der schwimmt. Brust oder Rücken, schreibt der Stefan, da hat einer einen Clown gefrühstückt, die sollten mal einen Übersetzer einstellen. Ja, das ist doch mit Google Translator übersetzt, die Seite ist auf Chinesisch. Ich mache den dann am Ende mal aus, den Übersetzer, und dann seht ihr mal, wie das wirklich aussieht. Ich finde die Technologie Wahnsinn, dass Google diese Internetseite so gut übersetzen kann. Und ich sehe gerade, der Peter hat auch schon wieder, der bringt sich um Haus und Hof, seine Kinder können jetzt studieren gehen, weil er hier sein ganzes Geld lässt. 3 Euro für einen Daumen hoch, Smiley, vielen Dank, äh, lieber Peter. Und 5 Euro ein hh Hundi. Vielen Dank, lieber Peter. Very appreciated in Hard Times. Ähm, wir gehen mal weiter. Der Kira hat ein Rädchen, nicht der Ionic. Entschuldigung, der Kia hat ein Rädchen, nicht der Ionic. Danke für den Hinweis, äh, Dominik. Ihr habt gesehen, ich habe ein Bu-Bu-Bu-Bu unterdrückt. Ähm, 28.000, hm, naja, ist dann aber der China-Preis vielleicht 35.000 für Deutschland. Also, Automotor und Sport war es, glaube ich, die geschrieben haben. Sie rechnen mit knapp über 30.000 Euro vor äh, Umweltprämie. Und das wäre ein Kracher, Leute. Das wäre ein echter Kracher. Was sagst du deinem Auto, denn fühle dich gedrückt? Äh, Susanne Schneider. Ähm, ha, weiß ja, was der Titel am meint. Er unterhält sich scheinbar mit der Susanne. Ähm... Oh, auf den armen Radfahrproductions fährt nicht mal sein Auto, das tut mir leid. Andy mit E schreibt, schicker Schlitten, vor allen Dingen familientauglich. Das sehen wir jetzt gleich. Geh noch ein bisschen runter, guck noch mal und dann gucken wir uns gleich die technischen Daten mal an. Äh, ich will ja nicht unken, aber wenn man die CO2-Bilanz ins Auge fasst, dann sollte man doch nicht alles aus China importieren. Susanne, was ist denn nicht aus China importiert? Jetzt stehen viele Bänder still, weil keine Prozessoren aus China kommen. Dieser, diese, ich, es ist ja, ehrenhaft so zu denken. Aber du kriegst, das, du kriegst heute nichts mehr, kein Fernseher, kein, kein Smartphone, kein Computer, wo nicht irgendwas aus China drin ist. Und natürlich exportieren wir auch nach China. Wir leben in einer globalisierten Welt. Guck dir mal an, Moment, äh, ich zeig dir jetzt gerade noch mal, Moment, äh, nur damit das mal klar wird, ne? ähm, Obwohl das eh jedem klar ist. Aber äh, wenn wir jetzt mal gucken, ne? Das hier sind die Schiffe... Im Hafen von Antwerpen. Ne? Das sind die Schiffe. Und das sind ja nicht irgendwelche, sondern der Kahn, ähm, die Grand Houston ist 199 Meter lang und 36 Meter breit. Ein Riesen Kahn. Ein, unvorstellbar. Und jetzt äh, zoome ich hier mal raus. Natürlich sind die Schiffe nicht so groß wie die Symbole, ne? dadurch wiegt es mehr. Aber guck dir das doch bitte mal an, Susanne. Zu glauben, dass es noch denkbar ist. Dass wir irgendwas kaufen und noch Kontrolle haben, ob das lokal ist. Das haben wir vielleicht bei Lebensmitteln noch, bis zu einem gewissen Grad. Aber was Technik angeht, was Autos angeht, Fernseher, Computer, Smartphones, you name it, um es mal cool auf Englisch zu sagen, kannst du knicken. Kannst du knicken? Das sind alles Schiffe, die, die Güter transportieren. Fahrräder, Fahrradteile. Okay, anderes Thema, aber das nur zur Ausführung von der Susanne. Wir gehen jetzt aber wieder zurück und schauen uns ein paar technische Daten an. Ähm, auf jeden Fall hat er ein integri integriertes elektrisches Wellen Wellensystem mit E-Achse. Wir haben einen neuen Sabbelprinzen unter uns, liebe Benetaria. Der Ralf Oelos ist Sabbelprinz geworden, lieber Ralf. Vielen Dank. Für deinen Eintritt in den Sappelstaat, auch du bist ins Licht gelangt, auch du wirst Glückseligkeit in einer Art und Weise erreichen, wie du es nie für möglich gehalten hast. Die anderen Benetarierinnen, Benetarier und die diversen Benetarier können das bestätigen. Herzlich willkommen im Sappelstaat. Es gibt ja Gerüchte, die sagen, das sei Sekten-like, ne? aber ich denke, dass die Kirchensteuer dafür doch geringer ist und deshalb lehne ich den Vergleich mit einer Sekte ab. So, und jetzt kommen wir aber zu den wichtigen ähm, ähm, technischen Daten. Also, ihr seht, die höher ausgestatteten, wobei beide Love Edition heißen, was auch immer das heißen mag. Kriegen 17 Zoll Räder, ähm, Rhythmusdesign, da gehen wir mal drüber weg. Auf jeden Fall Vektor Matrix-LED-Scheinwerfer. Könnte es sein, dass das Matrix-Scheinwerfer sind? Wahnsinn! Ähm, komfortabler Raum, 6 Wege, Handsitz, also ähm, äh, verstellbare Sitze offensichtlich. Lod-Dosenstütze gibt es mir dazu, eine Multifunktionslenkrad. Also das Auto wird sicherlich alles haben, was man sich vorstellen kann. Und vor allen Dingen Funktion des Vehicle-to-L. Ähm, ähm, äh, das ist auf jeden Fall nicht für Vehicle-to-Grid, aber du kannst ähm, da dein. Was, wofür stehen denn da mal das L? Ich, mir fällt es gerade nicht ein. Du kannst also an den Typ-2-Stecker äh, einen Adapter stecken, nämlich den hier. Und kannst dann damit Gerätschaften ähm, betreiben mit 220 Volt mit bis zu 2,2 kW Leistung. Und das ist doch mal der Hammer. Du hast dann deine Powerbank praktisch immer mit dabei. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Intelligente Sicherheit, Doppelairbags, Frontairbag, seitlicher Sicherheitsluftschleier, alles mögliche. ABS, äh, elektronische Bremskraftverteilung. Also alles, was man von so einem ähm, aktuellen Auto erwartet. Dann haben wir eine 360-Grad-Kamera, Panoramabild, Und da waren die Chinesen ja jetzt alle mittlerweile. Einen Fahrschreiber, Fadenbuch, aha. CCS-Tempomat, okay, hm, weiß nicht, was genau das heißt. Äh, Rückfahr, Warnradar, Auto holt. Also, ihr seht, adaptiver Tempomat, alles Mögliche. Äh, wir gehen aber nochmal weiter runter, weil ich suche noch die Abmessungen, die waren auch irgendwo. Moment, wo sind die? Wo sind sie? Ich gehe gleich auch auf das Signal von den Moderatoren ein. Die wollen mir ja nur helfen. Wo waren denn die Abmessungen? Halt hier. Nee, das ist die äh, NEFZ Range. 500 Kilometer kann man natürlich vergessen. Dann die bei kontinuierlicher Geschwindigkeit hier. Bin ja auch doof. Ganz oben sind die äh, Abmessungen, äh, die äh, Größe 4,60 Meter, also auf dem Niveau von einem ID4. Radstand 2,67 Meter. Das ist nicht ganz so viel. Da hätte ich mir mehr vorstellen können. Denn warte mal, Radstand. Hyundai, Kona. Ne? Kaum ein Unterschied. Und auch der BMW i3 hat fast so einen großen Radstand und äh, der ist auf Langstrecke nicht ganz so ideal. Also, ich hoffe, dass der aber trotzdem komfortabler ist. Äh, Leergewicht 1,6 Tonnen, also ein relativ leichtes Auto für ein Elektroauto und 479 Liter Gepäckraum. Ausreichend in meinen Augen und insgesamt 1367 Liter bei umgelegter Rückbank. Jetzt kommt ihr und wenn das Ganze für 30.000 Euro ko äh, kommt, ja, das ist auf einem Niveau von einem vergleichbaren Dieselfahrzeug, ein Einstiegsfahrzeug. Und der wird sicherlich besser ausgestattet sein. Ah. Vehicle to load. Dankeschön, Erich. Vehicle to load. Aber ich nehme an, ein paar andere Zuschauer haben es wahrscheinlich auch schon geschrieben. Gibt es den auch mit Schuko? Natürlich, Jakob. Den wird es garantiert auch mit Schuko geben. Wer zahlt denn heute noch Kirchensteuer? Fragt der Uwe. Es gibt immer noch Leute. Hier, ich wohne im Landkreis Fulda, ne? Das ist ein katholisches ja, eine katholische Hochburg. Wir haben ja hier Bistum Fulda, ne? wir haben einen Bischof hier in Fulda, wir haben einen Dom in Fulda. In Köln treten ja im Moment reihenweise die Katholiken aus, weil es da so einen Skandal gibt um einen Bericht rund um Missbräuche. Sowas soll schon mal in der katholischen Kirche vorgekommen sein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war ja Messdiener, bis ich 13 Jahre alt war. Dann bin ich ausgetreten. Also, was heißt ausgetreten? Da habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie alles nicht meins. Ich bin von dem Kram nicht überzeugt. Bin dann in die Kirche gegangen. Da hat mein Vater gesagt, wenn du nicht in die Kirche gehst, da kriegst du auch kein Taschengeld mehr. So, und das hat er sechs Wochen durchgehalten. Dann hat er gemerkt, der Stuhlkopf lässt sich auch über das Taschengeld nicht zwingen, in die Kirche zu gehen. Kriegt das Taschengeld halt wieder. Er hat nämlich eingesehen, dass ich es aus Überzeugung dann äh, gelassen habe mit der Kirche. Ne? Also, nicht aus Faulheit, sondern weil ich... Äh, mir kam das alles ein bisschen... Ja, aber jeder nach seiner Fasson und ähm, wer äh, äh, das verfolgt und die katholische Kirche gut findet, okay, wer die äh, evangelische Kirche gut findet, okay, jeder so wie er mag. Nur ich konnte mich da nicht wiederfinden und es ist bis heute auch so geblieben. Und ich bin auch schon seit ich 20 bin oder so mit 20 bin ich glaube ich ausgetreten. Und das war auch das einzige Mal, wo der Pfarrer mich dann noch mal angesprochen hat. Ne, hat mich nicht angesprochen. Nein, ich habe mich damals aufgeregt, dass er mich nett angesprochen hat, aber der wusste auch, dass ich nicht zu, äh, zu retten bin, dass ich eine verlorene Seele bin. So, äh, besser als VW schreibt digital, äh, digit, digit, digitable, nu. Mein Gott, kannst du dir denn bitte einen einfacheren äh, Nickname zulegen? Ich nenne dich nur noch Digi. So, äh, meine Schuhe kommen nur aus Italien, schreibt da Martin. Okay, das ist näher als China. Sebastian schreibt, ist die Frage, ob das bei uns dann auch gibt. Der IWS kann das auch mit der Version 1.6.1, ist aber nicht in der EU freigeschaltet. Kann ja auch alles noch kommen, ne? also mit Over-the-Air-Updates. Das soll ja bald auch beim so 5 möglich sein. Beim Mustang mach eh geht schon. Tesla sowieso. Ähm, äh, Pionier VW, glaube ich, geht noch nicht. Buh, 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 buh. Entschuldigung. Buh, 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 buh. Wie gesagt, ja, man muss sich immer das kleinere Übel aussuchen und das Bubububu -bu 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 ist, glaube ich, weniger <laughs> dramatisch. Äh, der Kofferraum vom Enyaq ist deutlich größer, ja, aber ist der vom ID4 nicht kleiner? Moment, Moment. Kofferraum ID4. Ne, ist auch größer, ja. Sind größer, weil sie halt auch höher sind. Ne? Trotzdem finde ich, ist das schon ein guter Wert, Andi. Ich finde das ein guter Wert. So, es ist 21.30 Uhr durch und der Stuhl ist noch nicht umgedreht und keiner hat was gemerkt. Ähm, doch, der Stuhl ist umgedreht. Hier. Folger, der Stuhl ist umgedreht. Du täuschst dich. Da liegt der Gegenstand. Und das haben auch schon ein paar mitgeraten. Und ich helfe auch heute ein bisschen. Es ist nichts, was man im Haushalt benutzen könnte. Jetzt, also noch einfacher geht es ja wirklich nicht. Sebastian glaubt, dass es über 30 kosten wird. Wahrscheinlich auch mit 500 Kilogramm Anhängerkupplung. Dann kann ich auch mein Moped mitnehmen. Können wir nochmal gucken, ob sie dazu was schreiben? Schalten nochmal um. Nee, da steht jetzt hier nichts dazu. Nee, kann ich nichts dazu sagen, aber Reichweite WLTP wird wahrscheinlich eher unter 400 Kilometer sein. Oder um die 400 Kilometer, sagen wir mal. Der Lang für den Acker, schreibt der Raschku, na, 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 na. So, ich gehe mal weiter runter. Wir haben ja die ben Kirche sagt er in Google genau. Äh, jetzt hast du 100 Abos weniger und 150 neue, schreibt der Harry. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich lasse jedem, jeder soll das so machen, wie er meint. Ne? Also ich habe da keine, keine äh, äh, abgeschlossene Meinung dazu. Ich persönlich werde da nicht abgeholt, sage ich ganz ehrlich. Äh, und deshalb bin ich da halt raus aus äh, dem Thema. Ne? Ich diskutiere da auch mit keinem, weil Glaubensfragen kann man nicht diskutieren. Entweder man glaubt an was oder man glaubt nicht dran. So, ähm, wie viele Elektroautos gibt es denn jetzt schon auf dem Markt? Oh, ein Haufen, Bluna. Kann ich dir gar nicht genau sagen, ähm, wie viele. Ich glaube, Bluna, du bist auch zurückgekehrt in den Sappelstaat. Kann das sein? Oder hatte ich das schon abgefeiert? Auf jeden Fall. Moment, ist es noch jemand in den Sappelstaat zurückgekommen? Muss ich mal gerade gucken. Der Taxi-Taxi ist wieder mitgekommen. Der ist wieder beigetreten, aber der war die ganze Zeit auch. Also Taxi, Taxi, auch da vielen Dank. Und ist sogar Suppel König. Und Pluna ist ja sogar Suppel Kaiser. Also vielen Dank auch dafür. Kommt am Ende natürlich auch wieder die Danksagung. Ähm, klappbare Zange, Fernbedienung fürs Garagentor aus den 90ern. Misst man Kofferraumvolumen nicht nur bis Oberkante Sitz. Normal schon, Michael. Spielt die Fensterlinie auch eine Rolle? Könnte die Fensterlinie nicht sein? Wahrscheinlich auch nicht. Ja, du hast recht. Ich kann es jetzt sagen. Ähm, hey Mädels, gib mal einen Daumen hoch, schreibt da Andi mit E. Ja, guter Aufruf. Die haben ja das Intro für nächsten Donnerstag noch nicht gesehen, weil dann würden sie wahrscheinlich einen Daumen runter geben. Wir schauen mal. Das muss ich an der Zielgruppe da noch ausprobieren, das Intro, ob ich das machen kann. Gut, ähm, äh, wir gehen zum nächsten Thema über. Das will ich aber auch gar nicht ganz so lange behandeln. Ich will ja mal gerade gucken, ob ich auch alle genannt habe, die mir was eingesendet haben. Genau, Innenraum kam vom Albert, das haben wir abgehandelt. Und ähm, jetzt die, ähm, der äh, Renault-Lkw, das kommt vom äh, Joachim. Denn ähm, äh, golem.de schreibt jetzt, Renault baut elektrische Baustellen-Lkw. Finde ich richtig geil. Das ist natürlich kein Langstrecken-Lkw, aber das kann die Lebensqualität gerade in innerstädtischen Baustellen doch erheblich verbessern. Für den Lieferverkehr hat Renault schon Lkw mit Elektroantrieb im Sortiment, doch nun wird auch der Baustellenverkehr elektrifiziert. Renault hat seinen ersten Elektro-LKW für die Baustelle vorgestellt, schreibt Golem.de. Der Renault DYZE ist mit Kippmulde und Kran ausgestattet. Und das Besondere ist, der hat vier Akkuparks mit jeweils 66 Kilowattstunden. Also insgesamt 240, 264 Kilowattstunden. Und damit kann man schon was anfangen. Natürlich, wie gesagt, kein äh, Reichweitenmonster. Aber doch so, dass er einsetzbar ist. Und er ist in etwa 10 Stunden an einer 22 kW Wallbox wieder aufgeladen. An einer Gleichstromladeverrichtung sind es 2 Stunden. Also auch einsetzbar, wirklich für einen, für einen entsprechenden Unternehmer. Und eine 22 kW Baustelle Steckdose findet sich dann auch manchmal an Baustellen wieder. Kann man, wenn das Auto steht, auch direkt wieder anschließen. Wenn er steht, dann lädt er. Also, wer der steht, steht er, lädt er, oder so ähnlich heißt das ja, ne? Auf jeden Fall eine coole Geschichte, wie ich finde. Äh, einen Preis nannte Renault bisher nicht. Derzeit werden die LKW nur in Frankreich angeboten. Ich hoffe, die kommen auch bald nach Deutschland. Wie gesagt, das wäre eine totale Verbesserung für innerstädtische Baustellen. Dann wäre der Motorlärm weg, der Ruß, die Rußbelästigung wäre weg. Klasse Sache, wie ich finde. Ähm, und der Dreiachser wird mit zwei Elektromotoren mit 260 kW ähm, Dauerleistung, 350 PS, ähm, zu haben sein. Die maximale Leistung soll bei 370 kW bzw. 500 PS liegen. Preis, wie gesagt, wurde nicht bekannt gegeben, aber sicherlich deutlich teurer als ein vergleichbarer Diesel-LKW. Was sagt ihr dazu? Hat sowas eine Zukunft? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ich finde es wichtig, dass das angegangen wird und nicht nur der Pkw-Verkehr. Ähm, ja... Äh, sauberer gemacht wird, sondern auch der Lkw-Verkehr und der Nutzverkehr. Äh, so, wir schauen mal, was ihr schreibt. Ähm, äh, bis zu den Fenstern misst man, schreibt auch der Bart Terence, der Reinhard ver äh, verweist nochmal auf EV-Database. Da findet man alle Autos, da hat er vollkommen recht. Also EV-Database, einfach mal in Google eingeben, dann kommt er dahin. Ähm, mit Mädels meine ich alle, also da Andy. Ähm, hat hier gentrifiziert, der bezeichnet also alle als Mädels, das ist also bei ihm dann praktisch der Ersatz für diverses. Der Meinster schreibt, das ist eine UKW- oder LW-Antenne von einem Radio. Okay, der Meinster meint, es ist eine LKW- oder LW-Antenne, wir gucken weiter. Der MG5 soll doch 500 Kilogramm Anhängerkupplung haben. Das, äh, hatte ich das geschrieben auf der breking Electronews-Seite? Dann, ich weiß das schon gerade mehr auswendig. Wenn es einer schreibt, dann schreibt es Ben. Mal gucken, 500. Ja, 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 habe ich geschrieben. Dann war es auch äh, so verkündet worden. Dann kann er Anhänger ziehen bis 500 Kilogramm. Fürs Motorrad reicht das. Ähm, aber nicht vergessen, den Kranplatz zu verdichten, schreibt Herr Reikau. Ja, da ist sicherlich was dran. Das wird ein bisschen schwerer sein, das Auto. Äh, Fahrradlänge Adapter fürs Navi, schreibt der ex -Westfale. Also es wird weiter kräftig geraden. Lädt er, dann steht er. Danke, Olaf. Ich bin wieder drauf gekommen. Äh, ihr seht, ich habe wieder intellektuelle Defizite heute Abend. Ähm, wäre auch prima bei Müllautos. Da kommt das ja schon, Tilo. Es gibt ja schon Elektromüllautos. Ähm, Abbruchhammer ist nicht leise. But, Terence, ja, Abbruchhammer bedienen. Auch vielleicht diesen Presslufthammer, ne? Auch nicht ganz einfach. Das ist ein harter Job. Also es gibt schon Leute, die echt harte Jobs haben. Neben Infowlensor, ne? Das sagt der Name ja schon. Das Foul steht für hart. Harry schreibt, wer mal den gesehen hat, wer mal den gesehen hat, wie sich ein Lkw aus der Baugrube an der Steigung anfahrend gesehen hat, weiß, welche Vorteile der Antrieb dort hat und Starkstrom gibt es dort auch überall. Sehe ich auch so. Sebastian schreibt nochmal, ich habe schon von einem Baustellenprojekt kurz vor Weihnachten gehört, in den Niederlanden, das nur möglich war, weil man E-Lkw einsetzen konnte. Kann auch in Tunnel, also bei Tunnelbauarbeiten und so weiter, kann das auch ein Segen sein, wenn die Bagger dort oder ich weiß nicht, ob da Bagger zum Einsatz kommen? Da kommen ja meistens riesige Bohrer zum Einsatz, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, LKWs, was auch immer, ähm, Zubringer, Busse, ähnliches, tatsächlich als Elektroautos äh, ausgelegt werden. Ähm, äh, ich habe gerade den Gala-Bau da. Schreibt der Expressfahrer. Alle Maschinen sind Verbrenner, riecht schön nach Abgasen. Ja, das ist dann so. Ähm, Alexander schreibt DAB Plus Antenne. Äh, hat nun äh, der Meister wirklich wieder mal gewonnen, fragt Hans-Peter. Die Auflösung kommt am Ende, Hans-Peter. Ähm, Herr Nantasche auf Stuhl, schreibt der Michael. Also es wird auf jeden Fall weiterkräftig geraten. Der Kurt schreibt noch, auf dem Stuhl liegt vielleicht der neue Leitplankensensor für den Mustang. Mein Vater hat bei solchen Gelegenheiten immer <laughs> gemacht. Ne? So im Sinne von Ha so, ähm, abgebrochener Schalter eines BMW i3. Faultier, schreibt der Raschku. So, und der Frank Dinses sehe ich gerade, hat 5 äh, Euro springen lassen. Vielen Dank, wäre ihr Brigi-Edit, lieber Frank. Bin gestern den Kona-Probe gefahren, verstehe nicht den Hype um das Pony. Fahr mal nach dem Kona noch das Pony. Und du wirst sehen, es gibt nochmal eine Steigerung zum Kona. Ich meine, das Pony ist im Moment, das sind wir uns alle einig. Alle, die jetzt hier diesen Stream zuschauen, die hier eingeschaltet haben, die wissen haargenau, dass der Mustang Mach-E, das legendäre Pony, im Moment das beste Elektroauto ist, was man für Geld kaufen kann. Bitte mal einen, einen einzelnen Chat, wenn ihr auch alle der Meinung seid. Also ich gehe fest davon aus, ihr seid auch alle der Meinung. Und ich sehe gerade, da war gar keine Mitteilung, glaube ich. Der André ist äh, zum Sappelkaiser äh, abgegradet. Lieber André, da habe ich, glaube ich, keine Meldung dazu. Aber da muss ich natürlich ganz auf die Schnelle an dieser Stelle... Oh, jetzt habe ich hier keinen Moment. Ich schlage dich hiermit zum Sappelkaiser. Lieber André, du hast die höchsten Wein auf YouTube erlangt, die man sich für Geld erkaufen kann. Äh, du warst ja schon vorher im Sappelstaat. Jetzt wird noch mal, noch mal on top. Noch mal was draufgelegt. Ich weiß nicht, ob du die. Ähm, wie heißt dieses eine. Ähm. Ah, dieses, diese Gangsterfluchtgeschichte. Ähm. Die Unbestechlichen ist es, glaube ich, nicht. Ach, wo die. Äh, Reshank. Oder Reshank Redemption. Oder so ähnlich heißt es auf Englisch. Auf jeden Fall gibt es da die eine Stufe, wo. Äh, die eine Szene, wo ganz oben auf der Stufe einer der Häftlinge sitzt. Und der neue Häftling kommt und setzt sich aber eine Stufe darunter hin. Aus Respekt. Vor dem Häftling, der schon länger da ist und in der Hierarchie, in der Gefängnishierarchie höher ist und ganz oben auf der Stufe sitzt. Und so wird das bei dir in Zukunft auch sein, wenn du auf der höchsten Stufe sitzt. Die anderen werden immer eine Stufe tiefer, aus Respekt, sich hinsetzen. Und für all diejenigen, die sich fragen, was den André und auch andere Benetarier im Benetarier-Staat erwartet, hier die Info. Ein neues, besseres Leben erwartet euch auf unserem Heimatplaneten Blistonia. Hm, sieht nicht schlecht aus. Super, Nico. Was will man mehr? Es geht bald nach Pistonia. Fragt mich nicht wann. Das ist ähnlich wie mit der Auslieferung vom Sion. Äh, ihr müsst einfach Geduld haben. <laughs> Komm, der war gut. Komm, der war gut. Ja, ja, erstmal bitte, der war, der war lustig. So, ich, ich sehe ganz viele Einzelne im Chat. Ganz viele Einsen, alle können es bestätigen, ganz, ganz viele Einsen, keine einzige andere Zahl. 100% Zustimmung hätte ich nicht erwartet, 99%, aber es ist ja halt wie bei der ehemaligen SED. So. Ähm, äh, wir haben das Thema damit auch durch Soweit War dazu noch was hinzuzugehen? Jetzt sehe ich halt durch die ganzen Einzel äh, Einsen nicht mehr, was ihr noch zu dem LKW geschrieben habt. Ähm, Leute, man muss sich mal überlegen, was der Antriebsstrang vom Cybertruck kann. Und wie günstig er im Vergleich ist. Das würde auch jedem Truck gut zu Gesichte stehen. Stimmt, 67er-Matze, stimme ich dir zu. Der Riker schreibt, in Innenstädten wird wahrscheinlich bald nichts anderes mehr als Elektrobaustellenfahrzeugen äh, zulässig sein. Äh, Stief schreibt, Teleskopstab zum Verprügeln. Aha. Äh, Otto schreibt, ja, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Nochmal, ja, mit ganz ruhe, äh, vielen Ausrufezeichen. Ähm, alle, ich muss weg, tachö. Steve hat sich verabschiedet. Tschüss Steve. Ähm, in der Schweiz fährt doch ein Kipper. In der Mine fährt leer den Berg rauf. Äh, rekuperiert bergab voll beladen und ist wieder voll aufgeladen. Braucht nicht mehr an die Steckdose. Nein, ganz so ist es nicht. Weil das ist ein bisschen zu positiv dargestellt, aber die Tendenz stimmt. Also da hast du recht. Ob das in der Schweiz ist, weiß ich allerdings nicht. Reka, du hast eine 2 gegeben. Reka. Nein, es trifft mich jetzt überhaupt nicht. Reka hat eine 2 gegeben. Albin auch. Mickey hat eine 0 gegeben. Ich bin entsetzt. Okay, damit muss ich an der Stelle leben. Gut, wir kommen aber ein faltbares Solarmodul liegt auf dem Stuhl, als wäre ein faltbares Solarmodul so klein. Gut, wir kommen, wir kommen zum ersten Beitrag aus der Community Corner und zwar hat mir der liebe Michael äh, eine Mail geschrieben und der liebe Michael, halt, ich habe noch was vergessen. Noch einen kleinen Freundschaftsdienst. Solltet ihr über ein Aquarium verfügen, das hier ist jetzt also unbezahlte Werbung, ne? Und nach Nahrung oder sonstigem Zubehör für euer Aquarium suchen, dann startet doch mal dem Garnelenonkel.eu einen Besuch ab. Ne? Ihr könnt ja da mal schauen, ob da was für euch dabei ist. Da gibt's also verschiedene Sachen im Shop, zum Beispiel Tetramin 1000 Milliliter Flockenfutter für Zierfische für 5,75 Euro, 100 Milliliter 58 Cent. Also ich kenne mich mit Fischfutter und so nicht aus. Ne? Ich esse ja nur Fisch, wenn es äh, äh, rechteckig ist und äh, dick paniert. Ähm, aber wenn ihr, wie gesagt, Fischfreunde seid, dann schaut doch da mal vorbei und vielleicht findet ihr was zu einem angemessenen Preis und bestellt dort mal was. Das nur am Rande. Und jetzt kommen wir aber ähm, zu der Mail von Michael, der schreibt: nämlich Hallo, der Herr und Grüße aus der Nachbarschaft. Da fragt man sich ja schon, warum dieser sonst über alles erhabene YouTuber extra nach Berlin fährt, um mal ein Pony Probe zu reiten. Wenn man das hier sieht, oder wir kommen gleich dazu, was der Michael da gefunden hat. Zur Erklärung: In meiner nahen Nachbarschaft in Fulda, unterhalb des Herz-Jesu-Krankenhauses, ich habe die Gegend erkannt, lieber äh, Michael. Ich weiß, wo das ist, wo du fotografiert hast. standen die letzten zwei, drei Wochen, könnten sogar vier sein, so circa zehn dieser schönen Exemplare. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Eben, als ich mal wieder vorbeigefahren bin, habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal Fotos machen und dir schreiben. Vielen Dank für die Nachricht, lieber Michael. Tue ich hiermit. Nur leider fehlten eben vier, fünf Autos, die heute Mittag noch, äh, noch in einer Hauseinfahrt dort geparkt waren. Standen leider nur noch die fünf auf den Parkstreifen. Schade, ist aber so. Wir haben ja Sonntag. Es könnte also sein, dass diese Agenturmitarbeiter diese Ponys, die jetzt fehlen, hin zu einem Vortändler gefahren haben, der dort auch Probefahrten aktuell anbietet. Wobei das wahrscheinlich auch bald wiederum ist. Und diese Autos stehen wie gesagt nicht erst seit gestern da und die haben sich die ganze Zeit die Reifenblatt gestanden. Wie erwähnt habe ich keine Ahnung, warum die dort sind oder waren. Wie gesagt, das sind die äh, die zur Flotte gehören, damit Kunden die mal Probe fahren können und das macht eine Agentur, die hier in Fulda ansässig ist. Äh, äh, weißt du da als Insider mehr tatsächlich? Ausnahmsweise weiß ich mal mehr oder war dir das generell schon bekannt? Ja war mir auch schon bekannt, hat mich schon mehrfach ziemlich geärgert. Oder ist das eh sowas von, ist das, ist dir das eh sowas von Wumpe? Nein, das ist mir ganz und gar nicht von Wumpe. Viele Grüße und vielleicht mal an der Ladesäule, Michael. Vielen Dank für deine Mail, lieber Michael. Und auch vielen Dank für die Fotos. Denn das hier, hier oben fährst du rechts rum. Und dann kommt da hinten, da, ach, seht ihr wieder nicht, Moment. Dann kommt da hinten, da oben kommt das herz krankenhaus Und hier links kann man parken. Da war früher die Zulassungsstelle in Fulda. Ein Ort äh, des Schreckens. Ein Ort des äh, Quälens, ein Ort der Folterung, äh, AKA Zulassungsstelle Fulda. Was ich da an Zeit verbracht habe, oh, Leute, da könnte ich Geschichten erzählen, Wahnsinn. Aber wir kommen wieder zurück zu den Ponys, die wir hier vorfinden. Einen rot, einen grau. Das war's aber noch nicht, denn das ist auch noch ein Pony. Noch mal ein grau, noch einer in rot und dann alle von oben auch noch mal fotografiert. Noch einer in rot. Da! Und hier ist es ja, hier links, ne? Da links. Oben ist dann das Erzäh so-Krankenhaus. Und ich durfte keinen von denen mal für ein, zwei Tage fahren. Die stehen hier rum. Und ich habe einen der Agenturmitarbeiter beim Laden in Eichenzell getroffen, als ich die Verbrauchsart mit dem i3 S gemacht habe. Der durfte das Auto also mal so bewegen und es hat dort geladen. Der war vielleicht ein netter Kerl, super sympathisch, 2,23 vielleicht. Der war da aber nicht offiziell unterwegs, ne? Und ich als Youtuber, als Info-Lensor, der tausende von euch dazu veranlassen kann, sich ein Pony zu bestellen, was sage ich, tausende, zehntausende bekommt das Pony nicht. Und der Michael fragt, ob mir das generell Wumpe ist. Bleib ruhig. Und fort, falls fortverantwortliche Zuschauer, Ich habe mir selbst eins bestellt aber gut nein ich bleib ruhig kein Ausraster in meinen Livestreams ich bin die Ruhe selbst om um, ich ruhe in meiner eigenen Mitte so ähm, okay das also dazu in Kanada fahren die Ölsandkipper mit E-Motoren als Antrieb und der Dieselmotor als Generator die einzig sinnvolle Hybridvariante meiner Meinung nach das sind die wohl echt noch effizienter als wenn man das Öl im Dieselmotor selbst verbrennt ähm, einfach nur blöd, schreibt Dima Stör. Ich finde das echt auch blöd. Ich finde das wirklich blöd von Ford. Hätte man doch jetzt schon mal ein paar ähm, Videos machen können von dem Auto. Und garantiert wären die Videos von mir nicht so gewesen, dass ich gesagt hätte: Mensch, das Auto ist Kacke. Weil das Auto einfach cool ist. Das ist ein gutes Elektroauto. Ob es nur das Beste ist, das lassen wir mal dahingestellt, das glaube ich eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall im Moment absolut auf Augenhöhe mit den Mitbewerbern. Naja, gut. Ähm, man merkt, dass es Michi emotional überhaupt nicht berührt. Ja, ich bin die Ruhe selbst, Steve! Mich bringt absolut nichts aus der Ruhe. Nichts! Äh, hätte er sich mal ein anständiges Auto bestellt, schreibt der Martin, ja, dann müsste es ein Audi oder ein VW sein. Kennen wir ja mittlerweile. Ja, du hast schon bestellt. Es gibt also keinen Grund mehr, dich von dem Auto zu überzeugen, schreibt der Folger. Ja, da ist natürlich auch was dran, ne? Ähm, ich hätte ja schon bestellt, aber so nicht. Martin, das ist die richtige äh, Einstellung. Und ich hätte natürlich hier auch, weil es ja der Rage-Mode ist, Moment, wo habe ich es denn? Genau. Ich hätte hier natürlich auch äh, die Warnung einblenden sollen. Das war jetzt also wieder der Rage-Mode von mir. Ne? Da blende ich ja normalerweise immer den Hulk ein. Ähm, beim Dirk Himmelmann standen 20 ID 4 vor der Tür. <laughs> der Dirk, den habe ich heute auch kurz gesehen, der tut mir echt leid, wobei die Leidenszeit beim Dirk. Was heißt Leidenszeit? Der fährt jetzt ein ID 3. Ist ja jetzt auch kein schlechtes Auto. Ähm, aber die Zeit, wo er auf seinen ID4 warten musste, ist jetzt auch bald vorbei. Ich glaube, 26. März werden die ausgeliefert und freut mich ja auch für ähm, Dirk, dass er dann sein Auto bekommt. Ich glaube am Freitag, bu, 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 äh, entschuldigung, ist es dann wahrscheinlich so weit, da kann er seinen ID4 in Empfang nehmen. Ähm, das wird aber leider in den USA zusammengeschmissen, schreibt er alles meins. Gut, da weiß ich nicht, was er genau meint. Der schreibt, hat jemand heute von geschaut? Ladestationen mit Methanolverdampfung, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich leide nicht. Freitag 15 Uhr. Dirk, gibt es einen Livestream? Alle mal beim Dirk Himmelmann demnächst vorbeischauen. Vielleicht gibt es einen Livestream zur Abholung. Das wäre natürlich cool. Da würde ich auch mal reinschauen. Äh, What's to the world schreibt noch, vielleicht haben die ja 100 Mustangs und du siehst da immer andere, die da mal kurz fünf Minuten stehen. Nee, nee, Sebastian, die standen rum. Glaub's mir. Egal, aber ist so, ist ja kein Drama und mein Pony kommt ja auch nicht bald. Wir kommen zur nächsten Zuschauermail, die da ist vom äh, nem, nem, vom Christian aus der Steiermark, der schreibt: Hallo Erhabener, richtige Anrede, lieber Michael, ich finde deinen Channel echt toll, bitte weiter so. Oh, Dankeschön. Ich hoffe mit Bububu -bu 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 und nicht ohne ich habe mich entschieden, dir zu schreiben, da ich mich in den letzten Jahren selbst mit der Energiewende und der Elektromobilität auseinandergesetzt habe. Deine Videos waren ein Teil davon. Das berührt mich. Family-friendly Channel, Love Channel, no? Family-friendly Content. Wir haben in den letzten beiden Jahren zwei Verbrenner ersetzt: einmal mit einem BMW i3 mit dem 94 ampere stunden -Akku, der also etwas kleiner ist als der Aggu in dem i3S, den ich jetzt hatte, und ein Tesla Model 3 Performance. Geiles Auto, echter Sportwagen. Zusätzlich haben wir in kleinen Schritten seit 2015 unsere Stromversorgung frisiert. Wir haben am Dach eine 3 Kilowatt Peak-Anlage und am Vordach eine 5,8 Kilowatt Peak-Anlage, auf die wir besonders stolz sind. Ja, ihr seht die gleich, kann man auch sein: 8,8 Kilowatt Peak zusammen. Das ist schon ein Haufen Holz. Die Vorderanlage besteht aus Glas-Glas-Modulen. Ich denke, die Bilder im Anhang sind selbsterklärend. Ja. Mit dieser Photovoltaikanlage und einem BYD-Speicher, also hier kommen jetzt auch Fronius-Komponenten dann gleich zum Einsatz oder werden äh, äh, zur Schau gestellt, sind wir in diesem Jahr seit 18. Februar vollkommen autark. Aber auch dauerhaft, wenn die Sonne nicht scheint, wahrscheinlich eher nicht. Also 100% glaube ich, wird schwer zu erreichen sein mit der Anlage. Also aber an sonnigen Tagen auf jeden Fall 100% autark. Wir verwenden Fronius-Wechselrichter und haben zusätzlich ein intelligentes Ladekabel, den Energy Kick, womit wir PV geführt laden können. Und morgens gerne den BYD-Agu entladen, um unsere Autos aufzuladen. Damit nutzen wir unseren selbstproduzierten Strom maximal aus. Ja, wobei, wenn man da noch warten kann, bis die Sonne wieder scheint und den BYD-Agu nicht dazu nutzt, ist es natürlich noch besser, weil dadurch geht halt wieder Energie ein bisschen durch die Wandlung dann verloren. Soweit ich weiß. Also die äh, Effizienz liegt ja dann nicht bei 100%. Das nur so mal eine kurze Überlegung aus der die auch wieder Unsinn sein könnte. Ne? Prost, noch mal einen Schluck äh, St. Bonifatius-Weizen. Ne, ohne Cola geht es einfach nicht. So, wie spät haben wir es? 21.57. Eieieieiei. So, wir, wir müssen ja dann auch noch das Rätsel auflösen. Vergesst nicht mitzuraten. Da hinten liegt der Gegenstand. Da liegt doch. Den gilt es heute zu erraten. Das ist ganz einfach. Und äh, ich hatte ja schon einen Hinweis gegeben. Weitere Hinweise gibt es nicht. Gut. Äh, das Foto ist ja schlimmer als auf dem Immenhof. Das Foto? Keine Ahnung. Ach, ah, wegen den Ponys, genau. Für mich wird jetzt die äh, Bettkarte gezwickt. Äh, gute Nacht allerseits, Raschko. Vielen Dank fürs Verbau äh, Vorbeischauen. Guts Nächtle. Ähm, auf jeden Fall schreibt hier der Christian weiter. Ich denke, es braucht Mut und Überwindung, etwas zu verändern. Vieles bei der Elektromobilität oder auch in der Energiewende ist nicht perfekt und manchmal unkomfortabel. Ja, das ist so. Als mit einem klassischen Verbrenner und Strom kommt sowieso aus der Steckdose, wobei das Elektroauto nur dann unbequemer ist, wenn man viel Langstrecke fährt oder halt nicht zu Hause laden kann. Kann man zu Hause laden und fährt sowieso immer nur im eigenen, ja, Reichweitenradius, dann ist das Elektroauto viel komfortabler als der Verbrenner, weil man muss nicht mehr zur Tankstelle fahren bei Wind und Wetter. finde ich komfortabler. So, ähm, aber ich denke, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dreht sich niemand mehr um, sondern geht weiter. Hiermit möchte ich all deinen Zusehern. Mut und Kraft und manchmal etwas Leidensfähigkeit wünschen. Liebe Grüße Christian aus der Steiermark. Dann schreibt ihr hier noch was mit Error. Ich weiß nicht, was er damit meint. Da verstehe ich wirklich nur Bahnhof. Und dann gucken wir uns jetzt auch noch mal die ähm, Bilder an, die der Christian netterweise mitgeschickt hat. Und hier kann man doch wirklich sagen, das ist mal ein Vordach. Das sind nämlich PV-Module. Das sind die Glas-Glas-Module. Und das ist doch auch mal ein schönes Schwimmbecken, oder? Lecker. Das ist doch wirklich mal ein Schwimmbecken. Anders kann man das nicht sagen. Hier haben wir es dann nochmal von oben, dann seht ihr also die Module von oben, da fällt halt auch noch ein bisschen Licht durch. Ne? Das ist also jetzt nicht komplett verschattet, aber hier kann man sich dann auch gut im Sommer hinlegen. Das wird hier sicherlich auch kühler bleiben, als wenn man sich jetzt in die äh, Sonne flitzt. Hier haben wir den BYD-Akku, das dürften auch schon ein paar Kilowattstunden sein. Ich mal, 9 Kilowattstunden könnten das sein in dem Akku. Hier ein Fronius Hymo Hybrid, ne, der kann also den Akku dann auch bedienen und äh, kann dann auch wieder aus dem Akku Energie entnehmen. Und hier ist der BMW i3s von Christian, ne, auch schick. Ich finde den i3s nicht so, also es ist kein kein Bo den Autos, ne, aber ich finde ihn nicht verkehrt. VW hat er durch Retuschen schon in den letzten Jahren auch optimiert. Ich, ich finde, man kann ihn sich anschauen. Er ist halt ein bisschen ungewöhnlich, er fällt auf. Und hier dann auch nochmal das Model 3 äh, Performance, wobei äh, ein bisschen, ja, erstaunlich fotografiert vom Winkel, aber man kann es erkennen und wir kennen ja auch alle die Model 3s, weil die fahren ja mittlerweile schon viel rum. Gut, da gucke ich jetzt erstmal wieder, was ihr noch schreibt. Ähm, ich staune, dass noch für im Akku so viel Energie gespeichert ist. Ja, fragt mich mal, ich habe äh, nachts auch nicht viel Verbrauch, also gerade im Sommer ist ja dann eh nicht viel, was da los ist. Bonifatius ist doch Kräuterlikör. Nein, Bonifatius war einer, der. Ähm, war ein, ja, ein, heißt ein Prediger, nennt man es Prediger oder ein, wie nennt man das denn? Ein Botschafter? Ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das nennt. Also der hat den, den Glauben nach Fulda zu den Barbaren praktisch gebracht. Tragbares Radio liegt da am Stuhl, sagt der Mein da. Okay, der Hausverbrauch muss gering sein. Display vom Autoradio, mein der Excessfahle liegt da. Duke schreibt, Ben, du hast ja nur geleast und nicht gekauft. Kunde zweiter Klasse, die müssen sowieso erstmal warten. Duke, ich habe nicht nur geleast. Also Punkt A, ich kann sicherlich auf Leasing noch umsteigen. Aber ich habe verbindlich bestellt. Das ist eine Bestellung erstmal für den Kauf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Jürgen ein gutes ähm, Angebot macht, Kaufpreis netto. Kaufpreis brutto, aber Fälligkeit steht hier natürlich auch noch nichts. Ne? Muss man mal abwarten. Ähm, äh, aber wenn es ein gutes Leasingangebot von Ford geben sollte, dann lese ich den vielleicht auch. Es ist ja ein Geschäftswagen. Das ist ja kein Privatauto, sondern das ist ja mein Ben-Mobil, ne? mein Bendit. So. Äh, Missionar. Danke, Franz. Missionar. Danke, Jakob. Missionar. Ja, ich weiß, dass das ein i3 ist, Maxi, äh, Maximix. Hi, hey, auch hier. Ich habe mir den Zorn der i3-Fahrer im Going Electric Forum zugezogen. Ich sag nämlich im Video einmal Naturfaser, ne, zu diesem Kampf oder Kanz oder wie auch immer das heißt. Und dann hatte ich einmal gesagt ähm, Synthetikfaser. Ne? Und das habe ich aber mittlerweile rausgeschnitten. Da sage ich jetzt nur noch Faser. Oder Kunstfaser. Genau, das Kunst habe ich dann rausgeschnitten nachträglich noch. Da haben sie sich drüber aufgeregt. Und dann ist das echt Holz. Ne? Und irgendwas war noch. Irgendwas genau angeblich würde er nicht kriechen. Bei mir hat er gekriecht oder gekrochen nach dem Stillstand und die haben sich aufgeregt. Und er hat mir auch ein i3-Fahrer direkt unter dem Video noch mal kommentiert und sich aufgeregt. Aber der war dann noch ganz nett. Der hat sich glaube ich auch wieder beruhigt. Also die i3-Fahrer, ne, die sind schon ein bisschen leidenschaftlich. Die erinnern mich an eine bestimmte Autofahrergruppe, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will. Ne, deren ähm, Oberguru. Ähm, äh, äh, reimt sich auf ähm oh, irgendwas mit USK? Mir fällt nichts mit USK ein, sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. So muss auch in die Haier gute Nächte. Thomas, vielen Dank fürs Reinschauen. Michael schreibt genau: Nee, so gewinnt der Mainz da heute doch nicht. Äh, schreibt der Hans-Peter. Äh, Ladegerät Akku, äh, Wanderprediger, schreibt Jachim, könnte man auch sagen, genau. Äh, du meinst die Mach-E-Fahrer? Nein, ich meine die Tesla-Fahrer. Äh, auch nicht alle, aber es gibt eine kleine Gruppe, die recht militant ist unter den Tesla-Fahrern. Äh, Holger schreibt, muss dann unbedingt mal den Folierer vom Björn ähm, Habecker aufsuchen fürs äh, Benmobil. Den habe ich schon angeschrieben, aber natürlich wie eine Kooperation. Ne? Da muss auch was für die Ben drin sein, wenn wir da Werbung machen. Aber der hat sich nicht mehr gemeldet. Also ich gehe davon aus, er hat kein Interesse. Ähm, Andi verabschiedet sich. Gute Nacht, Andi. Und äh, wir kommen jetzt auch schon zur letzten zuschauer Die kommt vom. Ha! K. Ich weiß aber nicht, wie er weiter heißt. K. S. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also, K. K. S. schreibt: Hallo, Herr Habner. Dank deiner und anderer Top-YouTuber. Dank deiner und anderer Top-YouTuber. Schließt er mich damit aus dem Kreis der Top-YouTuber aus? Ich bin mir nicht sicher, wie der K.S. das meint. Ist es heute geschehen? Habe heute bei meinem Vorthändler Geberzahn in köln eine halbe Stunde das Pony getestet. Mega. Also, Christi Christiane, Christiane kann das sein? Ah, ich glaube die Christiane oder... Ah, ich habe sie ja da aufgeschrieben. Alter Mann, vergesslich. Mega. Schreibt auf jeden Fall K.S. Mega mit vier Ausrufezeichen und ich habe keine Ausrufezeichen hinzugefügt. Mega! Das wird übrigens einer von den Mach-Es aus Fulda gewesen sein. Morgen erfolgt die Unterschrift. Werde das gleiche Modell wie deins bestellen. Nur in Rot. Der Händler. Buh, Entschuldigung. Äh, sprach von 29 Wochen Lieferzeit. Bu 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 Moment mal. Das sind. Vier. Moment mal. 29 Wochen, 29. Mal 7. 203 durch 3. Sich, nicht ne, 3. Durch 30 Menschenskinder. Was ist denn hier wieder los? Ne? 30? Ja, zweieinhalb Monate ungefähr, oder? Nee, das kann ich, ich habe mich verrechnet. 29 Wochen, das sind ja 4 Wochen pro Monat, sagen wir mal. Das sind ja mindestens 5. 6 sechs Wochen, 6,5 sechseinhalb, sechseinhalb Monate ungefähr. Kann das sein? Ja, das ist ein halbes Jahr fast. Ne, ist über ein halbes Jahr. Moment mal, das ist über ein halbes Jahr. Sechseinhalb Monate, sieben Monate. 29 durch 4,1, sagen wir mal. Das sind sieben Monate. Ach du großer Gott, sieben Monate. Dann kommt der ja gar nicht mehr dieses Jahr. Das ist ja schrecklich. Auf jeden Fall, KS schreibt weiter. Ähm, dieses Teil musste es sein, da mein Sohn in den nächsten 14 Tagen ein Pony... 67er auch in Rot erhält. Bild Anhang. Mach weiter so und bleib gesund. Grüße aus Kölle, KS. Wie gesagt, sorry, ich habe mir den Namen hier nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ich habe die Bild noch von Augen. Wir haben da noch mal kurz hin und her geschrieben. Ja, da habe ich versagt. Und hier ist der Mustang, den der Sohn von KS bekommt. Geile Karre, kann man nicht anders sagen. Aber ich hoffe, ich hoffe, es ist ein 8 Zylinder und kein Sechszylinder, Weil mit 6 ja, ah, ah. 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 Aber wie gesagt, schicke Karre. Glückwunsch auch an deinen Sohn und Allzeit knitterfreie Fahrt. Der soll vorsichtig fahren, denn diese Autos sind natürlich nicht ähm, äh, entsprechend nicht dem Sicherheitsstandard, den wir heutzutage bei PKWs haben. Gut und wir sind damit auch mit allen Themen des heutigen Streams des äh, Ben jobbens durch. Wir werden dann später noch mal auf Twitch ein bisschen sappeln. Da hole ich auch den Discord wieder dazu. Und ähm, aber für den Ben Spätschoppen war es das jetzt im Wesentlichen. Wir kommen jetzt noch zur Auflösung des Rätsels. Und es haben ja schon wieder einige gemutmaßt, der Meinster hätte gewonnen. Wir werden gleich schauen. Ihr habt jetzt noch Gelegenheit, bis ich von fünf Runden gezählt habe, mitzuraten. Da liegt der Gegenstand, ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Jetzt kann nicht mehr mitgeraten werden. Jetzt ist vorbei. Jetzt löse ich auf. Ich hole den Gegenstand. Und ich glaube, keine richtige Antwort gesehen zu haben. Wobei der Mainzer, der Kerl, der hat mich schon, das habt ihr gemerkt, der, der hat mich schon wieder entsetzt. Wobei der bis heute seine Gewinne nicht abgerufen hat. Ne? So, wir gucken mal. Wie der Kerl auf Radio überhaupt kommt, ne, auf Autoradio, Audio, Auto antenne ist für mich echt ein absolutes Rätsel, weil das hier ist ein Adapter von Serienanschluss, eines Herstellers, ich glaube VW, auf ähm, DIN-Anschlüsse von Radios. Ne? Einmal für Boxen und einmal fürs Radio. Also das hier ist zum Beispiel für die Lautsprecher und das hier ist dann für die Stromversorgung, Zündung und ich glaube auch Antenne könnte auch mit dabei sein, bin ich mir aber nicht sicher. Das ist für die automatische Lautstärke. Die Antenne ist nicht dabei. Die hat dann noch mal einen extra Anschluss. Anschluss hier Beleuchtung und so weiter und so fort. Also wer hat das? Ein, ähm, ein Adapter zum Anschluss von einem äh, VW Radio an äh, die Anschlüsse von äh, für Nachrüstradio. Wer hat das? Also leichter als das geht ja wirklich nicht. Hier noch mal aus allen Perspektiven für euch. So sieht das also aus. Bin mal gespannt, ob sich jetzt jemand meldet. Ähm, was ist denn hier mit Dreien und Vieren schon wieder los? Ähm, oh, habe ich jetzt wirklich die super sexy Bolesterns vorführung der charmanten Chantal verpasst? Das ist doch schon lang rum, Hans-Peter, das ist doch schon lang rum. Ähm, Fahrradschloss, Haarwuchsmittel für Michael, die Autos machen äh, aber Spaß. Was habt ihr denn hier mit den Vieren und den Dreien? Ähm, äh, fünf, ach so, da habt ihr die Monate geraten. Ihr wollt mich nur verarschen. Äh, gewinne, gewinne, gewinne. Genau. Also, heute war es wieder super einfach. Also, ich verspreche euch, falls heute tatsächlich niemand dieses, äh, dieses leichte Rätsel äh, gelöst haben sollte, nächstes Wochenende, ihr könnt mich drauf festnageln. Ich gebe euch mein Ehrenwort. Und ihr seht, die Schlappen sind nicht gekreuzt. Nächste Woche geht's raus. Da werde ich so lange helfen, bis ihr auch die leichten Rätsel gelöst habt. So, jetzt gucken wir noch mal was ihr noch schreibt. Erstmal Kaffee kochen. Genau, das ist die richtige Uhrzeit für Kaffee. Quad-Radio-Stecker äh, sagte Alexander, ist, ein, ist aber ein Adapter Alexander, ne? das ist ein Ad Ad Adapter Kabelmüll äh, Kabelmüll, krass, was er uns auftischt Das ist kein Müll Das kann ich jetzt auf Ebay für 15 Euro versteigern Wenn ich wollte, aber wer weiß, vielleicht brauche ich es nochmal Ähm äh, DIN-Radio, was äh, Da war ich noch nicht geboren Also DIN-Anschlüsse für Nachrüstradios ja, Aber ich glaube, heute kannst du es nicht mehr so gut benutzen Bei den aktuellen Autos Miki, gute Nächte, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Äh, eher umgekehrt, sagt der André, ja, ich weiß nicht mehr, wie rum. Das ist ja wie bei 9Live hier. Ja, es ist wie bei 9Live, André. Äh, Highspeed sagt, gute Nacht. Ich sag, gute Nacht. Wo ist die Badewanne? Welche Badewanne? Ähm, egal. Also, wir machen jetzt an dieser Stelle, weil wir haben ja schon wieder ein Dreiviertelstunden fast gestreamt. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich denke, es war wieder ein kurzweiliger Abend heute. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar von euch mit rüber zu Twitch kommen. Wir sabbeln noch ein bisschen Elektromobilität, ne? Da könnt ihr noch das eine oder andere euch anhören und euch aufregen über mich und vielleicht auch über die Kollegen aus dem Discord. Äh, ich bedanke mich bei den Moderatoren, ich bedanke mich bei allen Unterstützern und natürlich, jetzt hätte ich was vergessen. Ich muss mich natürlich auch bei allen Kanalmitgliedern, bei den Patreons und bei den ähm, ähm, PayPal-Unterstützern muss ich mich bedanken. Hey, beinahe dies vergessen. Wahnsinn. Aber gerade noch die Kurve gekriegt. Vielleicht wollte mich auch der, ähm, die Moderatoren darauf hinweisen. Ähm, wo sind wir? Ich brauche die Prinzen. Ah, da sind die Prinzen. Hier sind die Heras. Da ist jetzt der eine Hera, der Oboe-Freak, glaube ich war der Name. Ist noch nicht mit drauf. Ne, ganz klar. Also vielen Dank für eure Unterstützung, Prinzen und Heras. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Sabbel Königinnen, Königen, äh, Kaiserinnen und Kaisern. Und da wie immer zuerst bei Marc, aka Marcelinho, der war nämlich das erste Kanalmitglied. Dann bedanke ich mich beim André, Taxi Taxi, Bluna, Frank, Sebastian, Holger, Peter, Roland, Stefan, Thorsten, der Ceso, Daniel, Isolman, Markus, Stefan, Seven Vampire, Steffen, Stefan, Wilpet, Andreas, Andi mit E, Joy 07, äh, 07 Kurt, Anitilli, Bapus Elektrisch, Gerhard, kommt 83, Christoph, Elektronerd, Roland, Philipp, Albin, Neuzeitler, Thorsten, Nico, Andreas, Klaus, äh, Inselpirat, Reka von teslagrinsen.de, Jürgen, das Alien, halt, jetzt wieder versprungen. Ähm, da war ich. Äh, Barfus Elektrisch, Lavael, Gerhard, kommt 83, Christoph, Elektronerd. Ah, da war ich überall schon. Ähm, Albin, äh, Roland, Philipp, Albin, Martin, Thorsten, Nico, Andreas, Klaus, Inselpirat, Tesla Grinsen, Reka, Jürgen, Das Alien, Thorsten, Stefan, Didor, Erich, Steff, Uwe, Alf, Idlam, Bündelfunker, Jenny, Garnelenonkel, Joachim, Christian, Marcelin, jo, Rindi, Jürgen, Fred, BalanceNinu, Bettina, Julian, T&E Magazin.de, Didor, Marietta, Elektroas, Dirk, Kirsten, Stromer, Marcel, Ralf, RMGA und Highlander. Vielen Dank für eure Unterstützung. Very appreciated in hard times. Dann möchte ich mich, ich gucke jetzt erst mal, was die twitch schreiben, Mahlzeit. Der dritte Herrer fehlt, also die dritte Herra, ja, ich weiß, das kann ich nicht während dem Stream nachpflegen. Ähm, äh, Herr Erich, echt, jetzt macht der Kerl auch noch Druck. Da zahle ich ihm schon nichts und dann wird mir ja noch von, von den Moderatoren unter Druck gesetzt. Dann gucken wir jetzt noch nach den Patreons, die mich auch schon sehr, sehr lange unterstützen. Dafür auch vielen herzlichen Dank. Da bedanke ich mich bei Carsten, Kim, Andreas, Markus, Holger, Philipp, Michael, Dirk, Martin, Peter... Jörn, Achim, Klaus, David, Klaus, Tomorrowman, Ivi, Joachim, Daniel, Thorsten, Ralf, Benedikt, Rindy, Andreas und Benno. Vielen Dank, very appreciated in Hard Times. Und dann gucke ich gerade nochmal bei PayPal vorbei, weil da lassen manche ähm, Zuschauer auch ab und zu einen Kaffee springen, was natürlich auch immer very appreciated ist. Einloggen. Oh, ich habe mir noch eine SMS schicken lassen. Wo oh, ist das Handy? Wo ist das Handy? Ich hab's Handy nicht da! Moment! Oh. So! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! So! Der Code ist. Ah, Müsste auch das Feld aktivieren. So, schauen wir mal, was uns da die Katze eventuell vor die Tür gelegt hat. Ja, der Joachim wieder. Super großzügig, der Joachim. 5 Euro hat er springen lassen. Vielen Dank, Joachim. Und er schreibt als kleines Dankeschön für die ganze Arbeit. Und der Garnelenonkel hat auch nochmal 10 Euro springen lassen. Als Dankeschön ist das selbstverständlich Garnelenonkel. Also denkt dran, wenn ihr ähm, äh, mal Fischfutter oder ähnliches braucht oder Zubehör fürs Aquarium, garnelenonkel.eu. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Kostenlose Werbung, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Gut! Das war's an der Stelle. Ähm, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und wie gesagt, nächste Woche geht das wirklich raus. Ich habe es mal ein bisschen rausgezögert. Ich weiß, ist nicht ganz anständig von mir. Aber ich will ja, dass ihr auch wieder einschaltet und mitmacht beim Gewinnspiel. Also, ich sage schön mit Öl, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns spätestens am nächsten Sonntag. Ja, am nächsten Sonntag spätestens wieder vielleicht am Donnerstag und am 30. März habe ich dann einen Livestream für die Weltpremiere des Kia ev 6. Schön! So, wo muss ich denn jetzt hier? Ach nee, Moment. Das ist wieder die Werbung für die Kanalmitgliedschaft. Nee, das wollen wir ja nicht. Wo geht das nochmal aus?